So, liebe Kolleginnen und Kollegen, so langsam trudeln auch die noch fehlenden Mitglieder ein. Und ich würde schon mal mit den Formalitäten beginnen. Ja, auch herzliches Grüß Gott an unsere Sachverständigen. Herzlich willkommen zur 14. Sitzung der Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit. Unsere Sitzung ist wie immer öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen. Daher auch einen herzlichen Gruß an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns hier im Saal auf der Tribüne bzw. zu Hause zuschauen. Ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit. Auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Bundesländer, die an der Sitzung teilnehmen, heiße ich herzlich willkommen. Und auch wenn die Sitzung öffentlich ist, wie immer der Hinweis, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist. Entsprechende Geräte sind daher abzuschalten. Zuwiderhandlungen gegen dieses Gebot können nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wir führen heute zunächst die Diskussion über die noch beiden offenen Punkte aus der letzten Sitzung fort. Die Obleute haben vereinbart, hier für maximal 45 Minuten insgesamt vorzusehen. Und im Anschluss soll dann den Sachverständigen die Möglichkeit gegeben werden, sich im Rahmen eines kurzen Eingangsstatements zu den übrigen Themen, also Wahlkreise, Wahlkreiskommission, zu äußern, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Daher darf ich zunächst aufrufen, Top 1, Fortsetzung der Beratung zur erleichterten Ausübung des Wahlrechts durch im Ausland lebende Deutsche. Aus der letzten Sitzung haben wir noch 4 Wortmeldungen, die offen geblieben waren. Dies betrifft Elke Ferner, die heute leider nicht hier ist, Konstantin Kuhle, Stefan Thome und Sebastian Hartmann. Und ich würde jetzt zunächst die Gelegenheit geben, sich zu äußern, falls Sie dies wünschen. Konstantin Kuhle sammelt sich noch. Kollege Thome, vielleicht möchten Sie noch was zum Thema Wahlrecht durch im Ausland lebende Deutsche sagen? Nicht. Konstantin Kuhle? Auch nicht. Sebastian Hartmann? Auch nicht. Okay, das ist jetzt der Gruppendruck. Gibt es darüber hinaus Wortmeldungen zu diesem Thema? Das sehe ich jetzt nicht. Dann kann ich den Tagesordnungspunkt schließen und rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf, Durchführung von Wahlen. Zu diesem Tagesordnungspunkt soll es um allgemeine Optimierungsvorschläge zum Bundestagswahlrecht gehen, die unter anderem vom Bundeswahlleiter in einem Schreiben an die Präsidentin des Deutschen Bundestages angeregt wurden. Ich möchte ganz allgemein die Frage in den Raum stellen, an welcher Stelle des Wahlverfahrens Verbesserungsbedarf bestehen könnte. Gibt es zu diesem Thema Wortmeldungen? Kurz, du, Johannes? Sebastian? Willst du? Ich dachte, dass wir zunächst mal noch den Sachverständigen die Gelegenheit geben. Ansonsten, ja, dass den Sachverständigen noch wie in den letzten Runden fairerweise jetzt einmal die Chance auf die anderen. Achso, für die neuen Tops haben wir gesagt, das war ja ein alter Top. Ach so. Aber ich meine, die Sachverständigen, gut, ich kann auch erst fragen, ob ein Sachverständiger sich dazu jetzt vorab melden möchte. Aber eigentlich haben wir jetzt gesagt, nur zu den neuen Tops, aber ich gebe es gerne frei. Gibt es dann vielleicht vorab unter den Sachverständigen jemand, der sich gerne noch zum Thema Durchführung von Wahlen äußern möchte? Also wir hatten ja schon die Eingangsstatements in der letzten Sitzung auch zu diesem Thema. Ist natürlich vielleicht nicht der Schwerpunkt gewesen, aber da gab es ja schon auch Hinweise. Aber trotzdem, wie gesagt, wer sich noch mal äußern möchte von den Sachverständigen, sehr gerne. Ich sehe jetzt aber auch keine Wortmeldungen. Kollege Hartmann. Gut, wir haben ja auch eine Übereinstimmung mit den Themen, die in einem anderen Ausschuss durchgeführt worden sind. Und deswegen noch mal ganz klar die Position. Die Wahlrechtsdurchführung muss über jeden Zweifel erhaben sein. Also es darf überhaupt nicht den Zweifel geben, was die technische Durchführung von Wahlen angeht, was die Möglichkeit der Ausübung des Wahlrechts angeht. Wir haben gerade auch, was das Auslandswahlrecht angeht, noch mal sehr deutlich klar gemacht, dass hier vereinfachte Möglichkeiten, technische Möglichkeiten bestehen. Insgesamt
hat sich der Deutsche Bundestag in seinen Verfahren noch mal damit beschäftigt, was die Wahlwiederholung angeht oder auch die Wahlprüfung von entsprechenden Eingaben. Ich sage das auch für meine Fraktion in enger Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort im entsprechenden Ausschuss sind. Es gibt ja auch Personenidentität. Esther Dilcher ist jetzt hier im Haushaltsausschuss gebunden, aber auch im GO-Ausschuss oder Johannes Fechner. Wir sind der festen Auffassung, dass auch gerade die Hinweise insgesamt, was Wahlansprüche, was Überprüfbarkeiten angeht, was förmliche Verfahren angeht, vereinfacht werden müssen. Wir sind darüber hinaus auch der Auffassung, dass in engster Abstimmung auch mit den Ländern und den Hinweisen des Bundeswahlleiters auch noch mal geprüft werden muss, was an Mindeststandards festzulegen ist, dass auch hier kein Zweifel existieren kann. Und darüber würde ich gerne jetzt auch noch mal in Richtung der Sachverständigen fragen, auch die Bundesregierung, die ja hier anwesend ist. Ich glaube, dass Dr. Böhl digital zugeschaltet ist, aber Sie sind auch Vertreterin der Bundesregierung. Welche Schritte Sie daraus schon abgeleitet haben, auch aus den Diskussionen. Insgesamt hat der Bundeswahlleiter auch die Bundesregierung adressiert, nicht nur den Deutschen Bundestag. Das wäre also die erste Frage der Einschätzung, was dort schon an Erkenntnissen abgeleitet sind und Hinweise. Zum Zweiten kündige ich ja auch an, das ist ja auch parallel auch heute schon besprochen worden, Johannes, soweit ich das sehe, dass auch entsprechende Folgen jetzt jenseits einer Wahlwiederholung auch sich für die konsequente gesetzgeberische Arbeit des Deutschen Bundestages ergeben, von denen ich zwei oder drei Punkte schon genannt habe. Deswegen wäre meine Bitte allen, die anwesende Sachverständige, wir sind in etwas schmalerer Besetzung heute, Frau Laskowski, wo Sie noch mal Ansatzpunkte sehen. Und das Dritte ist als Punkt noch mal festzuhalten, dass ich auch glaube, wenn wir Wahlvereinfachungsverfahren haben mit der Ausübung des Wahlrechts durch im Ausland lebende Deutsche, auch was Digitalisierung oder Möglichkeiten anderer Wahldurchführung angeht, auch hier Ableitungen sind für unser Wahlrecht in Deutschland. Danke. Vielen Dank. Jetzt hat sich Kollege Hoffmann gemeldet und wir nehmen parallel die Fragen, die gestellt wurden, dann auch auf. Danke, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will noch mal anknüpfen auf einen Punkt, der uns ja dann auch das letzte Mal beschäftigt hat und wo man sagen muss, wo ein gewisses Spannungsverhältnis entstanden ist. Dadurch, dass wir einerseits alle den Wunsch haben, den Wahltag oder das Wahlereignis attraktiver zu machen, dahingehend, dass wir mehr Menschen mobilisieren können, zur Wahl zu gehen. Das will ich für mich dazu sagen, weil die Kollegin mich gerade schon so nett anlächelt. Ich meine da jetzt nicht das Wahlangebot im Supermarkt oder im Baumarkt, sondern letztendlich andere Fragen, wie man es auch für den Wähler möglichst einfach machen kann. Und da ist natürlich die Frage der digitalen Möglichkeiten spielt da eine Rolle. Und da spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, inwieweit man vielleicht Briefwahlkorridore ausweiten kann. So. Aber wenn ich von einem Zwiespalt spreche, dann haben wir ja auf der anderen Seite das mittlerweile real existierende Risiko von Wahlbeeinflussung, im nicht zu sagen von Wahlmanipulation. Und deswegen würde mich genau dieser Aspekt mal in Bezug auf die Bundesregierung interessieren und bin da dankbar, dass der Kollege Hartmann auch schon in die Richtung gefragt hat. Also wir erleben ja jetzt bei den Midterms in den USA genau wieder dieselbe Diskussion. Da gehen Automaten nicht, da funktionieren bestimmte Verbindungen nicht und dergleichen. Und ich glaube natürlich umgekehrt, dass wir schon auch mal wissen sollten, welchen Rahmen sieht denn die Bundesregierung überhaupt als möglich an, in dem wir uns hier bewegen können, weil wir können über wahnsinnig viel diskutieren. Wenn wir am Ende des Tages feststellen müssen, dass wir aufgrund von Manipulationstendenzen und ernsthaften Möglichkeiten, wir haben auch in anderen Gremien, Kollege Hartmann, diese Themen diskutiert, dass wir eigentlich, ich sage jetzt mal vielleicht oldschool-mäßig, einen eher konservativen Rahmen werden immer wählen müssen, weil wir eben nicht sicherstellen können, dass es sonst zu überbordener Einflussnahme und Manipulation kommt. Also mich würde da ernsthaft mal interessieren, hat die Bundesregierung da für sich auch gemessen an dem, was man mittlerweile in der Welt draußen sieht, auch gemessen, was jetzt bei den Midterms wieder Thema war, sich da für sich da nicht schon einen Korridor entwickelt, über den es sich hinausgehen überhaupt nicht lohnt, weil es nicht zu realisieren ist. Und wir schon auch gucken müssen, das ist ja auch bei uns immer wieder dieses Thema, dieses Verunsichern der Wähler mit diesen, ich sage jetzt mal, Seitenbemerkungen in Richtung Briefwahl und dergleichen. Das sind alles Erosionserscheinungen gegenüber unserer Demokratie. Und die müssen wir letztendlich auch im Blick haben, wenn es um die Frage geht, können wir da überhaupt uns über Neuerungen Gedanken machen. Herzlichen Dank. Johannes Fechner.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte drei kurze Fragen weitergeben, die jetzt aus der ganz praktischen Arbeit im Wahlprüfungsausschuss aufgetaucht sind. Das ist zum einen, ob es präzisere Vorschriften bedarf, was die Erstellung der Niederschriften angeht. Es gab das Problem in Berlin, dass nicht überall klar war, ob alle Vorkommnisse sich in der Niederschrift wiederfinden. Teilweise gab es auch gar keine Niederschriften. Das war ein Problem, um den Sachverhalt aufzuklären. Die zweite Frage ist, braucht es für die Landeswahlleitung oder die Bundeswahlleitungen eine Art Einsichtsrechte, Auskunftsrechte? Das wurde insbesondere vom Bundeswahlleiter bedauert, als er sich ein Bild machen wollte. Und auch die Landeswahlleitung Berlin hat es gesagt, dass es Schwierigkeiten gab, die Informationen von den örtlichen Wahlbehörden zu bekommen, insbesondere die Niederschriften einzusehen. Und die dritte Frage, die aufgetaucht ist, die war, sollte nicht auch auf Bundesebene nicht gleich das Bundesverfassungsgericht für Einsprüche zuständig sein, so wie in Berlin? Denn das Argument dafür war, zumindest der Anschein könnte bestehen, wenn Abgeordnete über die Kollegen entscheiden, über deren politischen Zukunft, über deren Mandat, dann könnten sie nicht mehr frei sein. Das wäre die dritte Frage, die ich in dem Zusammenhang hier in den Raum geben möchte an die Sachverständigen. Vielen Dank. Gut, gibt Konstantin Kuhle. Ja, vielen Dank. Ich finde das auch spannend, sich nochmal gemeinsam darüber Gedanken zu machen, wie der Wahltag als Ereignis irgendwie spannender werden kann und auch die Ausgestaltung der Modalitäten irgendwie dazu führen kann, dass es eine höhere Wahlbeteiligung gibt, etc. Mich würde interessieren, gibt es irgendwelche Argumente, die dafür sprechen, einen anderen Tag außer den Sonntag zu nehmen als Wahltag? Es gibt da ja unterschiedliche Modelle in verschiedenen europäischen Staaten und auf der Welt. Mir scheint der Sonntag eigentlich Sinn zu ergeben, weil die wenigsten Leute am Sonntag arbeiten, manche schon, aber hier ist eben sozusagen, ja, kann man die Frage mal stellen, ist das so? Dann würde mich interessieren, wie ist es eigentlich mit den Wahlhelfern? Wir haben ja diese unglückliche Tendenz gehabt, dass Leute sich irgendwie auch in Berlin als Wahlhelfer, aber auch in anderen Städten, anderen Orten gemeldet haben, um die Covid-Impfung zu bekommen. Und als dann sie die Impfung bekommen haben, standen sie als Wahlhelfer nicht mehr zur Verfügung. Gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, irgendeine rechtliche Handhabe oder Gestaltungsmöglichkeiten, dieses Amt des Wahlhelfers noch etwas greifbarer auszugestalten und zu konturieren, die vielleicht besser zu schulen? Wie machen andere Staaten das? Also kann der sozusagen diese Rolle des Wahlhelfers, kann man das irgendwie noch stärker ausgestalten? Dann würde mich interessieren, wie ist das eigentlich mit Wahllokalen an unkonventionellen Orten? Wahllokale sind ja auf dem Dorf, im Feuerwehrgerätehaus, im Schützenhaus, im Dorfgemeinschaftshaus. In den Städten, meistens in irgendwelchen Schulen, Grundschulen oder so. Gibt es irgendwelche Ideen, wie man vielleicht an U-Bahn-Stationen oder so mobile Wahllokale schaffen kann? Ich glaube, in anderen Staaten gibt es sowas, um Menschen auch im öffentlichen Raum stärker zu signalisieren, heute ist Wahl, es findet eine Entscheidung statt, die wichtig, die wesentlich für die Demokratie ist und du kannst hier abstimmen. Und wenn man sowas macht, wie stellt man dann sicher, dass die Leute nicht zweimal abstimmen? Und die letzte Frage zu der Ausgestaltung des Wahltages und zum technischen Ablauf generell, wie ist es eigentlich mit der Uhrzeit? Ist 8 bis 18 Uhr, hat sich das im internationalen Vergleich als ein glücklicher Zeitraum erwiesen? Ich glaube, in Österreich hört man schon eine Stunde früher auf, in manchen anderen Staaten dauert es auch länger. Ich glaube, die Amerikaner haben ihre Midterms immer noch nicht ganz ausgezählt jetzt. Also ist 8 bis 18 Uhr am Sonntag, ist das so der letzte Schluss? Und der zweite Fragenkomplex, den ich gerne stellen möchte, ist nur eine Frage, die anknüpft an das, was der Kollege Fechner gesagt hat. Ich glaube, wir müssen uns schon mal Gedanken darüber machen, wie das Wahlprüfungsverfahren insgesamt stärker losgelöst ist vom Parlament. Da ist jetzt gerade im Nachgang zu Berlin einiges gelaufen, was geeignet ist, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das Wahlprüfungsverfahren zu erschüttern. Ich glaube, die Entscheidung, die wir heute beraten, ist eine gute. Trotzdem, dass das jetzt so lange gedauert hat und die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben, das lässt mich schon daran zweifeln, ob das so sein muss. Im Grundgesetz steht ja Artikel 41, die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages, aber kann man das vielleicht auch, also kann man ändern, kann man das natürlich. Wie sollte man das ändern? Kann man das anders ausgestalten? Kann man noch eine andere Instanz schaffen, die vielleicht durch das Parlament und durch Gerichte gemeinsam bestückt wird? Ich glaube, das Bundesverfassungsgericht direkt
bin mir nicht ganz sicher, zwei Instanzen wären schon gut. Also was gibt es da für Ideen auch hier im Raum, um das Wahlprüfungsverfahren besser auszugestalten? Ich glaube, da sind wir offen. Würde mich sehr interessieren. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Sehe ich jetzt im Moment nicht, dann würde ich, also der Herr Glaser, Entschuldigung. Also keine Frage, sondern nochmal ein Beitrag zu dem Thema Wahlprüfung, weil uns das auch sehr intensiv beschäftigt hat. Und weil das tatsächlich die Frage auslöst, ob man statt direkt zum Bundesverfassungsgericht zu gehen, was einem ja auch etwas, ja, wie soll ich sagen, eine Überbelastung des Bundesverfassungsgerichts vielleicht doch mit sich zieht, nicht ein zweistufiges Verfahren belässt, aber eben es aus dem Schoße der Politik herausnimmt. Ich glaube, die Erfahrungen sind dann doch sehr reichhaltig, dort Interessenskollisionen zu sehen. Und einen solchen Wahlprüfungsausschuss sozusagen mit so einer Art ehrenamtlichen Juristen zum Beispiel zu besetzen. Das wäre dann durchaus eine Lösung, als erste Instanz eine quasi justizielle Instanz zu machen, beispielsweise durch Benennung solcher ehrenamtlicher Richter. Sie wissen, die Landesverfassungsgerichte arbeiten ja vielfach mit solchen Figuren. Und da das doch eine gewaltige Kiste ist, würden wir sehr viel Freude daran haben, in dieser Weise sich zu engagieren, auf alle Fälle den jetzigen Zustand zu verändern. So, jetzt hatten wir einige Fragen und wir würden jetzt in die Beantwortung mal einsteigen. Zunächst waren, glaube ich, Fragen an den Herrn Böhl gestellt. Ist das richtig, der auch jetzt zugeschaltet ist? Genau, der Kollege Hartmann hat an die Bundesregierung, an Herrn Böhl, eine Frage gestellt, dem ich jetzt das Wort geben würde, wenn er möchte. Herr Böhl. Da. Keine Reaktion. Möchten Sie in Vertretung oder soll man? Ja, bitte. Ja, also ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Fragen, die an die Bundesregierung gerichtet wurden, zum einen, wie wir die Vorschläge des Bundeswahlleiters zur Optimierung des Wahlverfahrens einordnen und welchen gesetzlichen Rahmen wir sehen, um Maßnahmen gegen Wahlmanipulation zu ergreifen. Das waren jetzt so die zwei Fragen, die ich aufgenommen habe. Tatsächlich kann ich jetzt keine in der Bundesregierung abgestimmte Antwort dazu geben, würde aber, sofern Herr Böhl sich jetzt nicht noch meldet, anbieten, dass wir die schnellstmöglich dann schriftlich über das Kommissionssekretariat einfach nachreichen, wenn das für Sie okay ist. Ja, das machen wir so. Und dann gab es eine Reihe weiterer Fragen, die jetzt nicht konkret an den Sachverständigen gestellt worden sind, sondern allgemein an die Sachverständigen. Daher die Frage, möchte jemand in die Beantwortung gerne eindringen? Herr Mellinghoff hatte sich gemeldet, dann Herr Scheschig, Herr Fehrkamp, Frau Laskowski und Herr Meinl. Wirklich substanziell etwas beitragen, wenn das zum Beispiel um die Ausweitung der Wahlzeiten oder veränderte Tage geht. Ich möchte aber auf die Frage zurückkommen, ob das Bundesverfassungsgericht erstinstanzlich eingeschaltet werden sollte. Das halte ich strukturell nicht für sinnvoll. Und zwar deswegen, weil bei den Wahlfehlern doch tatsächliche Ermittlungen anzustellen sind. Das heißt, der Streitstoff muss aufbereitet werden. Und das wäre funktionell für das Bundesverfassungsgericht eine Situation, die ihm fremd ist, die ihm auch nicht gerecht wird. Und deswegen würde ich schon vorschlagen, dass man ein Verfahren vorschaltet, wo einfach auch der Sachverhalt, und das hat ja in Berlin auch eine große Rolle gespielt, ermittelt wird. Ob man das aus dem Parlament herausnimmt oder nicht, da kann man drüber diskutieren. Wenn man es aus dem Parlament herausnimmt, würde ich es auf jeden Fall in richterlicher Unabhängigkeit ermitteln lassen und würde das auch nicht in, sagen wir mal, ehrenamtliche oder sonstige Hände geben, sondern würde da doch funktionell richterliche Funktionsträger damit betrauen, wie wir das ja auch in anderen Bereichen kennen. Ich will dann noch kurz Stellung nehmen zu dem Schreiben des Bundeswahlleiters, was mir wirklich sehr, sehr wichtig
erscheint, ist die Frage der Veröffentlichung von Briefwählerbefragungen über das tatsächliche Stimmverhalten und die Veröffentlichung der Ergebnisse von Wählernachbefragungen vor Ablauf der Wahlzeit. Das sind meines Erachtens essentielle Vorschläge, die dort gemacht worden sind und die auf jeden Fall übernommen werden sollten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Professor Schellig. Ja, ich kann mich da innerlich gleich anschließen. Mein Petitum geht tatsächlich dann in dieselbe Richtung. Was die Wahlprüfung angeht, ich glaube schon, dass es sehr sinnvoll ist, ein zweistufiges Verfahren im Ergebnis vorzuhalten. Zwar deswegen, weil die Tatsachenebene hier eine sehr anspruchsvolle ist. Und Verfassungsgerichte sind von den Gerichten mit am schlechtesten gerüstet, um mit Tatsachenfragen umfassend umzugehen. Die haben da in ihrer eigenen Funktion wenig Erfahrung, die Berufsrichter natürlich schon. Das Verfahren ist noch nicht näher geregelt. Man sieht das auch, wenn Experten immer mal beigeladen werden. Da ist ein sehr großer Spielraum. Das Verfassungsgericht ist ja in allen Verfahrensarten darauf bestrebt, möglichst einen aufbereiteten Sachverhalt zu bekommen und dann erst das Recht darauf anzuwenden. Deswegen ist es tatsächlich ganz schlecht dafür gerüstet und deswegen spricht viel dafür, vorher eine Instanz eben vorzusehen, die genau dieses leistet, nämlich die Tatsachen ermittelt. In der Konsequenz aber sehe ich das dann ein Stück weit anders als Herr Mellinghoff. Das führt dazu, dass ich nicht in die Richtung plädieren würde, dass das in richterlicher Unabhängigkeit passieren muss. Vielleicht dann auch die Ausgestaltung nicht, wie es jetzt ist, gerichtsähnlich dann vorgesehen ist, sondern dass es wirklich mehr darauf kommt, faktennah und sozusagen wissensnah hier zu argumentieren und das dann aber aus dem Bundestag vielleicht herauszunehmen, um diesen Anschein möglicher Befangenheit zu nehmen und dann auch tatsächlich so eine Art Expertenkommission dazu vorzusehen. Ähnlich wie es ja auch bei der Wahlkreiszumessung, mit der wir uns ja auseinandersetzen werden, heute der Fall ist mit der Wahlkreiskommission. Sowas kann man ja auch für diese Dinge eben vorhalten, da Experten reinzunehmen, die tatsächlich Seite kennen und auch schon das Recht, weil der juristische Blick auf die Realität ja zeigt, was relevant ist. Aber man braucht auf jeden Fall die tatsächliche Seite. Und es nicht allein dem Parlament zu überlassen, ist vielleicht für die Außendarstellung ganz gut, tatsächlich im Ergebnis. Deswegen wäre das eine mögliche Lösung hier. Aber ich glaube, die Tatsachenaufbereitung müsste vorher geleistet werden und kann auch an der Stelle eben verstärkt geleistet werden. Zur Frage der formalen Vorgaben eben, da kam ja eine Reihe von Fragen, jetzt auch Vorgaben, Niederschriften, Rechte, Einsicht und so weiter und so fort. Ganz offen, alles, was die formale Korrektheit fördert, würde ich unterstützen. Weil es gibt Transparenz, das ist ein Gerüst, man wird daran sich ausrichten müssen, auch bei der Wahlvorbereitung. Das hilft und stützt. Ganz klar, man hat gesehen, Wahlen sind eben anspruchsvoll. Tatsächlich war es der Worst Case vielleicht in Berlin, aber den gilt es vorzubeugen. Und all das, was vorher kommt, ist dann eine wunderbare Sache. Es beißt sich nur an einer Stelle mit dem, was Herr Kuhle erfragt hat, nämlich die Frage, wie kann man mit den Wahlhelfern umgehen, Schulen und Vorbereitungen. Je mehr man im Vorfeld formale Anforderungen anstellt und auch die Wahlhelfer eben Schulen vorbereiten möchte, desto stärker könnte die Bereitschaft sinken, dann auch den Tätigkeit da wahrzunehmen. Also da hat man irgendwo einen Bias natürlich. Aber im Zweifel würde ich sagen, die es dann eben nicht ernst nehmen wollen, auf die muss man eben dann verzichten und bleibt eben bei denen, die es wirklich dann gut können und wollen. Also das ist nicht schlecht, wenn man da auch ein bisschen sozusagen das Niveau anhebt. Das ist dann auch die Antwort auf Ihre Fragen nach den möglichen Wahllokalen. Nur unorthodoxe Dinge zur Anregung gerne. Problem ist aber, kann man mit einem mobilen Wahllokal die formalen Anforderungen wirklich erfüllen, die daran zu stellen sind, in vergleichbarer Art und Weise. Auch da haben wir dann irgendwann eine Grenze an der Stelle nicht. Also da wird nicht alles möglich sein, was man sich politisch eben denken kann, weil eine Formalisierung eben hilft und Publizität hier auch helfen kann an der Stelle. Dankeschön. Herr Professor Fehrkamp. Ja, das waren jetzt eine ganze Menge sehr unterschiedlicher Punkte. Ich würde vielleicht gerne mal anfangen mit Ihrer Frage, Herr Fechner, zu diesen Niederschriften und zu den, ich sag mal, Berliner Verhältnissen. Da kann ich insofern was dazu sagen, weil ich auch als Mitglied in der Berliner Wahlkommission sozusagen versucht habe, da einen Aufklärungsbeitrag zu leisten. Und Sie haben konkret gefragt nach den Niederschriften und der Czeschek hat gerade auf diesen ganz zentralen, wichtigen Punkt der Sachverhaltsklärung und Tatsachenermittlung noch mal aufmerksam gemacht. Und das ist ja in Berlin bis heute das zentrale Problem, dass wir auf der einen Seite wissen, dass die Niederschriften vollkommen unzureichend sind, um eine auch nur einigermaßen angemessene Tatsachenermittlung und Sachverhaltsaufklärung zu machen. Das hat jetzt unterschiedliche Gründe, dass die so unvollständig sind und so ungeeignet sind, sie sozusagen zur Grundlage einer Sachverhaltsaufklärung zu machen, hing natürlich auch mit den chaotischen Verhältnissen vor Ort in den Wahllokalen zusammen und auch damit zusammen, dass sie dann nach 16 oder 18 Stunden vielleicht auch nicht mehr
als Wahlhelfer in der Lage oder willens waren, dann handschriftlich nicht ganz einfache Formulare für diese Niederschriften auszufüllen. Und ein ganz zentraler Punkt, der in den Niederschriften natürlich auch nicht vorkam, war natürlich der Punkt Wartezeiten und Schlangenbildung vor den Wahllokalen. Und wir wissen, wir haben in der Kommission ein paar Simulationen gemacht. Wir hätten gerne noch sehr viel mehr gemacht. Wir hatten den Auftrag dazu nicht. Wir hatten die Verfügbarkeit der Daten auch nicht. Hatten auch keine Zugriffsrechte, haben das im Kommissionsbericht sehr bedauert, dass das bis heute nicht gemacht worden ist. Es wäre relativ einfach möglich, für jedes einzelne Wahllokal sozusagen mit den vorliegenden Daten 12 Uhr Wahlbeteiligung, 16 Uhr Wahlbeteiligung, Schließzeit, Gesamtzahl derjenigen, die gewählt haben, auszurechnen, wie lange die durchschnittlichen Wartezeiten gewesen sind. Und das ist ja sozusagen der potenzielle Wahlfehler, der da vorliegt, dass Menschen in Berlin von der Wahl abgehalten worden sind, weil sie mehrfach im Tagesverlauf die Schlangenbildung gesehen haben, nicht in der Lage waren oder nicht bereit waren, 2 Stunden Wartezeit in Kauf zu nehmen, dann wieder nach Hause gegangen sind, vielleicht 2 Stunden später nochmal wieder ins Wahllokal gegangen sind, die Schlange war noch länger und dann haben sie es halt sein gelassen. Und wie groß dieser Effekt war, wissen wir bis heute nicht. Hätte man aber über sozusagen wirklich detaillierte Simulationen für die knapp 2300 Wahllokale, hätte man machen können. Hat man bis heute nicht gemacht. Und deshalb ist der Punkt natürlich vollkommen richtig, auf den Sie aufmerksam gemacht haben. Das Zentrale ist, wie kann man eine angemessene Sachverhaltsermittlung sozusagen gewährleisten. Und da sind die Niederschriften sicherlich nur ein Ansatz. Also Punkt, auf den ich gleich noch komme, Digitalisierung von Wahllokalen wäre natürlich eine sehr hilfreiche Sache, weil es natürlich sehr viel einfacher ist, solche Dinge digitalisiert auch im Tagesverlauf zu erfassen, als das alles noch nach diesen analogen, sehr für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sehr mühsamen Verfahren sozusagen ausfüllen mit Kuli und auf Papier das zu machen. Das heißt also, der Punkt, den wir auch beim letzten Mal ja schon diskutiert haben, dass Digitalisierung von Wahlen unterhalb der Stimmabgabe, also darunter verstanden wird immer, wenn man von Digitalisierung von Wahlen redet, dass es um die Stimmabgabe geht. Nein, da stimme ich auch Herrn Hoffmann vollständig zu. Da sind die Sicherheitsprobleme und die Manipulationsgefahren heute noch so groß, dass das einfach sozusagen nicht auf der Tagesordnung steht, aus meiner Sicht im Moment. Aber unterhalb der Stimmabgabe gibt es zahlreiche Möglichkeiten, unsere immer noch vollständig analogen Wahllokale zu digitalisieren. Und die Digitalisierung der Niederschriften beispielsweise ist nur ein ganz praktischer Punkt, den man da machen könnte und der eine erhebliche Erleichterung und Verbesserung sozusagen der Tatsachenbestandsaufnahme im Verlauf des Wahltages ermöglichen würde. Also das vielleicht nur so viel noch mal zu diesen Fragen nach Berlin. Und das gilt natürlich für jede Wahl, weil sowas wie in Berlin darf einfach nicht noch mal wieder passieren. Das geht natürlich wirklich an die Substanz der Legitimität und an die Substanz des Konsenses, den wir ja bei uns im Lande haben, sowohl zwischen den Parteien als auch zwischen den Wählerinnen und Wählern. Und wir sehen an den Verhältnissen in Amerika, wie wertvoll dieser Konsens ist, dass wir eine Wahldurchführung haben, die allgemein akzeptiert ist, die allgemein anerkannt ist. Und das möchte ich auch noch mal dazu sagen. Wir haben in Berlin wirklich sehr sorgfältig geschaut. Es gibt nicht auch nur den kleinsten Grund zu vermuten, dass da irgendeine Form von Wahlmanipulation stattgefunden hat. Nicht den kleinsten Grund. Aber es hat natürlich sozusagen eine chaotische Organisation, hat zu völlig untragbaren Zuständen geführt. Und in mit Sicherheit mehr als 300 oder 400 Wahllokalen und in wie vielen Wahllokalen das wirklich der Fall war, wissen wir bis heute nicht. Wir haben bis heute keine angemessene Sachverhaltsaufklärung da hingekriegt. Zu den anderen Punkten mit Organisation des Wahltages kann ich mich auch nur so ein bisschen wiederholen, weil ich das, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt habe. Ich glaube, dass wir uns sozusagen grundsätzlich überlegen müssen, ob wir bereit sind, die Frage, wie wir Wahlen organisieren, auch substanziell unter dem Gesichtspunkt der Wahlbeteiligung zu betrachten. Das tun wir bislang nicht. Also wir haben auch beim letzten Mal alle möglichen Aspekte diskutiert, warum man Wahlen, Termine bündeln sollte oder nicht. Aber der Aspekt der Wahlbeteiligung, ich habe versucht, den in die Diskussion einzubringen, der ist in keinem einzigen Beitrag nach meinem Gefühl, ich habe es mir noch mal angeguckt,
aufgenommen worden. Bis auf sozusagen das rhetorische Bekenntnis ist immer da, dass uns das allen ein wichtiges Anliegen ist. Aber wenn es sozusagen substanziell an die Punkte geht, sind immer andere Kriterien wichtiger als die eine möglichst hohe und sozial inklusive Wahlbeteiligung, auch dadurch zu gewährleisten, wie wir die Wahlen organisieren. Und aus meiner Sicht ist sozusagen das größte Potenzial in drei Punkten, die ich vielleicht noch mal ganz kurz nenne. Der erste Punkt ist Erleichterung der Briefwahl. Der automatische Versand von Briefwahlunterlagen mit den Wahlberechtigten an alle Wählerinnen und Wähler. Bayern hat das gezeigt. Die Corona-Wahlen in Bayern im März 2020 haben das gezeigt. Da ist sozusagen in den Stichwahlen ein Wahlbeteiligungseffekt von bis zu 10 Prozentpunkten dadurch erreicht worden, dass in Bayern ganz schnell reagiert worden ist, allen Wählerinnen und Wählern für diese Stichwahl die Briefwahlunterlagen automatisch zugeschickt worden sind. Und das ist was, das ist ein Instrument, was substanziell was bringen könnte. Insgesamt auch das Thema Frühwahl, also die Möglichkeit, eben auch unabhängig vom Wahltag vorher seine Stimme abzugeben. Die Möglichkeit gibt es heute schon mit der Briefwahl von vor Ort, die aber sozusagen nur sehr sparsam organisiert wird in den Kommunen. Es sind meistens nur wenige Anlaufstellen, die sie da vor dem Wahltag haben. Und auch die Diskussion kenne ich natürlich und die wird gleich wieder kommen als Gegenargument. Aber es ist doch wichtig, dass wir alle am gleichen Tag, an einem Tag zwischen 8 Uhr morgens und 18 Uhr unsere Stimme abgeben. Ja, das mag wichtig sein, aber sozusagen, wenn man dem Ziel einer hohen und sozial inklusiven Wahlbeteiligung ein eigenes Recht einräumt, dann kann das eben auch ein Entscheidungskriterium sein, davon abzugehen. Und wir wissen, dass diese Formen, diese Frühwahlmöglichkeiten einen erheblichen Effekt haben, weil für viele Wählerinnen und Wähler ein Grund, nicht an der Wahl teilzunehmen, tatsächlich die zunehmende das Mobilitätsverhalten ist. Und viele Nichtwähler sagen das auch. Ich habe deshalb nicht an der Wahl teilgenommen, weil ich an dem Wahltag, und ich habe nicht dran gedacht, mit den Briefwahlunterlagen, es war alles ein bisschen zu kompliziert, wusste nicht genau, wie das geht. Das ist immer noch ein nicht unerheblicher Anteil bei den Nichtwählern. Und der dritte Punkt ist eben Digitalisierung von Wahllokalen unterhalb der Stimmabgabe. Habe ich auch beim letzten Mal schon darauf hingewiesen. Digitalisiertes bundesweites Wählerverzeichnis würde allen Wählerinnen und Wählern am Wahltag ermöglichen, egal wo sie sind, ihre Stimme im Wahllokal abzugeben. Das erfordert ein paar organisatorische Innovationen in unserer Wahlorganisation. Wäre aber meiner Meinung nach wirklich der Mühe wert. Also das wären so die drei Hauptpunkte, die ich da nennen würde. Automatisierter Versand der Briefwahlunterlagen, fantasievollere, großzügigere und sozusagen wählerorientiertere Organisation der Frühwahl und Digitalisierung der Wahllokale unterhalb der Stimmabgabe. Das wären die drei wichtigsten Punkte aus meiner Sicht. Gut, vielen Dank. Wir kämen zu Frau Professor Laskowski, bitte. Ja, vielen Dank. Ich beginne einmal mit der Wahlvereinfachung. Darüber hatten wir beim letzten Mal schon intensiver diskutiert und möchte noch mal den Begriff aufgreifen, Fest der Wahl, der vorhin gefallen ist. Fest der Wahl. Wenn man darüber nachdenkt, was kann denn damit gemeint sein? Doch sicherlich nicht eine Inszenierung, eine Kirmes oder irgendwas dergleichen, ein Volksfest. Das wird niemanden dazu bewegen, zur Wahlurne zu gehen, um da die Stimme abzugeben. Also das kann es nicht sein. Wie zeigt sich denn, dass ein Fest der Wahl stattgefunden hat? Da aus meiner Sicht zeigt es sich doch am allerersten daran, dass eine hohe Wahlbeteiligung zu erkennen ist, sodass wir aus dieser Perspektive in zweierlei Richtung denken sollten. Zum einen, wann gehe ich zur Wahl? Nun, wenn ich auch der Überzeugung bin, dass dies ein Akt ist, der meiner Selbstbestimmung dient. Also Demokratie und Selbstbestimmung, das muss viel stärker in der Öffentlichkeit kommuniziert werden, damit auch klar ist, worum es geht. Und dann natürlich dürfen keine unnötigen Hürden aufgebaut werden, um diejenigen, die zur Wahl schreiten wollen, dann auch dorthin gelangen zu lassen. So, und da können wir uns dann wirklich fragen,
müssen es immer Sonntage sein? Ich habe ja beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, in der Verfassung, Artikel 39 Grundgesetz, da finden wir lediglich eine Frist für die Neuwahlen. Sehr viel mehr ist da nicht zu finden. Das heißt, alle anderen Regelungen, die den Status quo absichern, finden wir im einfachen Bundeswahlgesetz. Und das ist natürlich änderbar. Also der Feiertag, der dort steht. Dann können wir sicherlich auch darüber nachdenken, ob man vielleicht an zwei Tagen wählen könnte. Also wir können den Sonntag gerne beibehalten, aber vielleicht nehmen wir den Samstag schon dazu. Ja, da sind die Menschen noch sehr mobil. Warum soll das nicht möglich sein? Auch die Zeiten, also unsere Wahlen enden immer um 18 Uhr. Das erinnert so an die alten Ladenöffnungszeiten. Um 18 Uhr war Schluss. Ja, aber warum soll es denn nicht bis 20 Uhr gehen? Also all diese Dinge, die können wir wirklich diskutieren. Und da gibt es aus meiner Sicht verfassungsrechtlich gar keine Probleme. Auch über den Ort können wir nachdenken. Frau Breimeyer hatte es beim letzten Mal vorgeschlagen, den Supermarkt. Ja, hört sich zunächst ein bisschen exotisch an und man lächelt darüber, aber warum denn nicht? Es gibt auch jetzt schon Sonderwahlorte, die zulässig sind, Seniorenwohnheime und so weiter. Warum sollen wir nicht darüber nachdenken, wenn wir dort Menschen finden, die dann von mir aus auch en passant dann ihr Votum abgeben. Was ist daran schlechter als ein Votum, das am Sonntag um 14 Uhr in irgendeiner Schule abgegeben wird? Aus meiner Sicht überhaupt nichts. Also kurz, die Verfassung hindert uns alle nicht, unkonventionelle Ideen zu entwickeln, innovative Ideen, die dazu führen könnten, die Wähler und Wählerinnen besser anzusprechen und stärker zu motivieren, ihr Votum dann auch abzugeben. So, und dann noch ein Wort zum Stichwort, zum Punkt Wahlprüfung, Wahlprüfungsverfahren. Ich habe mit Interesse gehört, was Herr Mellinghoff gesagt hat, Herr Greschig auch. Und das hörte sich so an, als wollten Sie das Bundesverfassungsgericht lieber schonen und möglichst erst spät in das Verfahren einbringen. Nun, aus meiner Sicht laufen solche Verfahren dann doch auf das Bundesverfassungsgericht hinaus. Und zur Abkürzung solcher Verfahren sollte das Bundesverfassungsgericht so schnell wie möglich einbezogen werden. Wie man das dann macht und ob die Tatsachenaufbereitung vorher durch ein anderes Gremium erfolgen müsse oder solle, kann man sicherlich diskutieren. Aber das Bundesverfassungsgericht ist dafür da, dass es solche Fragen klärt. Es ist jetzt schon dafür vorgesehen. Und wenn wir der Meinung sind, dass das Bundesverfassungsgericht überlastet werden sollte, ja, dann denken wir doch vielleicht über einen dritten Senat nach. Vielen Dank. Herr Professor Meinl. Ja, vielen Dank. Ich würde mich vielleicht auf ein paar Gesichtspunkte beschränken. Der erste ist ein allgemeiner. Also Wahlen haben natürlich einen Zweck. Und sie haben sogar ganz viele Zwecke. Und der zentrale Zweck ist die Ermittlung von Mehrheiten und die Regierungsbildung. Zugleich sind sie aber, und das scheint mir zentral, das klang jetzt auch schon in vielen Beiträgen an, zugleich sind sie aber eine Institution. Sie sind, wie das der vor kurzem verstorbene, wahrscheinlich wichtigste Wahlrechtler der Bundesrepublik gesagt hat, Hans Meyer, das größte Massenverfahren, was das Recht überhaupt kennt. Und solche Institutionen sind natürlich in gewisser Weise strukturell konservativ, deswegen, weil ein großer Teil der Legitimation nicht zuletzt darin hängt, dass sie einfach nach Erwartungen funktionieren, die die Adressaten an diese Institution haben, unabhängig davon, ob man sie sich auch anders vorstellen könnte. Deswegen glaube ich auch, kommt man den Fragen, über die wir hier sprechen, nicht einfach dadurch näher, dass man Gesichtspunkte aufzählt, wie man sich Wahlen auch anders und so weiter vorstellen könnte. Sie sind eben erstmal nun mal so. Es beginnt mit dem Wahltag, mit dem Sonntag. Der Sonntag ist ja nicht irgendein Tag, sondern es ist ein Tag, den die Verfassung in einem Zitat der Weimarer Reichsverfassung als Tag der seelischen Erhebung definiert. Und in gewisser Weise glaube ich schon, dass dieses am Sonntag wählen zu der
politischen Kultur, die wir haben, ganz gut passt, weil natürlich die Markierung der zentralen politischen Institution als in einer gewissen Distanz sozusagen von den Dingen, die einen so am Dienstagnachmittag oder auch am Donnerstagabend beschäftigen, irgendwie eingebaut ist in die Art und die, sozusagen die kulturelle Praxis, in der wir wählen. Das Zweite ist, zu dieser Institution und ihrem sozusagen strukturell konservativen Charakter gehört, glaube ich, auch eine gewisse eingespielte Routine im Zeitablauf. Die Wahl zu unserer Erwartung an die Wahl gehört nicht zuletzt, dass man ungefähr dann Bescheid weiß, wenn der Tatort beginnt. Also die politisch Interessierten schauen dann noch die Berliner Runde, die beginnt ja immer um 8, und die anderen schauen halt dann den Krimi. Und das ist, glaube ich, sozusagen für die Erwartungssicherheit und für die Stabilisierung von Erwartungssicherheiten in dem zentralen politischen Vorgang der Demokratie etwas, was man jetzt nicht einfach nur belächeln könnte. Das ist ja auch keine Nostalgie an die Fernsehgesellschaft oder so, sondern das ist, glaube ich, wirklich zentral. Der dritte Punkt ist die Frage der Wahlorte. Der große Vorzug dessen, was wir haben, und auch die relativ enge Eingrenzung so von Sonderwahlorten, mobilen Wahlorten oder dergleichen, ist, dass wir ja dieses Verfahren der automatischen Registrierung der Wählerinnen und Wähler über die Melderegister haben. Und das ist natürlich eigentlich die niedrigschwelligst überhaupt denkbare Form der systematischen, lückenlosen, diskriminierungsfreien und bewältigbaren Erfassung und Registrierung und Ansprache von Wählerinnen und Wählern überhaupt. Die Kehrseite ist aber natürlich, dass sie, weil sie an den Meldedaten hängt, ortsgebunden ist, weil man die Leute mit ihrem Meldeort erfasst. Und diese Ortsgebundenheit muss man natürlich irgendwie in Frage stellen, wenn man einfach jetzt sagt, man macht auch mobile Wahlstationen, man stellt so Pop-up-Wahllokale irgendwo hin. Gleichwohl möchte ich scheint mir der Aspekt, den Konstantin Kuhle angesprochen hat, ganz, ganz zentral zu sein. Die Frage nämlich, wie eigentlich Wahlen in den öffentlichen Raum hineinwirken. Heute ist es ja schon so, dass man am Wahlsonntag eigentlich von der Tatsache, dass Wahlsonntag ist, wenn man so durch unsere Städte geht, relativ wenig merkt. Sondern Wahlen finden eigentlich strukturell sozusagen in so einem halböffentlichen Raum der Verwaltungsinfrastruktur, in Schulen, Bezirksämtern, Kindergärten und so weiter statt. Und da scheint es mir doch etwas zu sein, dass man einfach von Seiten der Wahllokale, die es gibt, in ihrer Ortsgebundenheit, einfach es zahlreiche Möglichkeiten gäbe, den öffentlichen Raum stärker zu besetzen. Hier findet etwas statt, statt einfach so dieses handgedruckte DIN A3, diese weiße DIN A3-Seite hier ist Wahllokal 403, da irgendwo draußen an die Tür des Kindergartens zu hängen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Wahlprüfung durch das Parlament und das Bundesverfassungsgericht. Wir bewegen uns natürlich wirklich hier in einem ganz zentralen Dilemma. Das ist, das Recht der Wahlprüfung ist ein ganz hart und in jahrzehntelangen Kämpfen von den Parlamenten des 19. Jahrhunderts erkämpftes demokratisches Recht der gesetzgebenden Körperschaften. Und an diesem Artikel 41, der auch schon genannt wird, der uns heute mal so ein bisschen mühselig und anachronistisch vorkommt, da klebt das Ergebnis harter Kämpfe um die Demokratisierung der Parlamente. Deswegen muss man sich, glaube ich, sehr gut überlegen, ob man es über den Haufen werfen sollte. Und zwar auch deswegen, weil natürlich die Eigenprüfung des Parlaments, die Prüfung der eigenen Legitimationsgrundlagen durch das Parlament, ein ganz auch symbolisch zentraler Ausdruck der parlamentarischen Autonomie ist. Mir ist auch in dem Zusammenhang das typische Argument der Befangenheit, also man entscheidet über sich selbst und über seine Kolleginnen und Kollegen, schlicht zu einfach. Denn wenn das richtig ist und wenn wir das Argument wirklich, wenn das wirklich das Argument am Ende durchgreifen würde, dann dürfte auch das Bundeswahlgesetz auf keinen Fall durch das Parlament beschlossen werden. Dann könnten wir jetzt hier die Arbeit einstellen und wären fertig. Also diese Befassung des Parlaments mit den eigenen Legitimationsgrundlagen
glaube ich, ist in der parlamentarischen Demokratie kein Problem, sondern sie gehört einfach dazu. Es ist ein Dilemma. Es bezeugt gerade die Zentralstellung des Parlaments. Letzter Punkt zum Bundesverfassungsgericht. Ich kann mich an das anschließen, was Herr Bellinghoff und der Jeschik auch schon gesagt haben. Es ist ein grundsätzliches Problem, dass Bundesverfassungsgericht zu schnell einfach so die Rolle der Tatsacheninstanz zuzuschieben. Andererseits muss man auch sagen, ganz neu wäre das nicht. Das Bundesverfassungsgericht kann auch das. Also es gibt ja zum Beispiel im Verfahren des Parteiverbots ein Verfahren, was es auch schon gegeben hat, in dem das Bundesverfassungsgericht sehr wohl als eine Tatsacheninstanz funktioniert. Und ich würde sagen, dass ein Gericht, was ein so unglaublich komplexes Verfahren wie das NPD-Verbotsverfahren bewältigt hat, sicherlich auch in der Lage ist, alle 4 Jahre ein Wahlprüfungsverfahren gegenüber dem, für den Bundestag durchführen. Also die Frage, glaube ich, kann man nicht mit der, nicht einfach mit der Arbeitsökonomie des Bundesverfassungsgerichts beantworten. Danke, das wär's. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen und würde dann aber sagen, dass wir dann anschließend auch zum 4 Wortmeldungen, wenn es kurz ist, dass wir dann zum nächsten, zu den nächsten Themen kommen. Herr Glaser, dann noch Frau Schmal, Herr Mellinghoff, Herr Schäfer. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte jetzt trotzdem die Idee, dass wir vielleicht was sozusagen ins Körbchen bringen. Und ich würde deshalb eigentlich beantragen, dass wir etwa zu dem Wahlprüfungsthema, das ich auch für hochbedeutend halte, ja irgendeine Entscheidung, eine Abstimmung machen, ob wir eine Vorstellung dazu haben. Nur dann haben wir die Chance, dass man vielleicht im Gesetzgebungsverfahren mit so einem Anliegen auch durchdringt, weil es beispielsweise bei uns drinsteht, so wie das Wahlrechtssystem. Da haben wir ja auch nicht vor Details gekniffen, sondern haben das tendenziell sehr konkret gemacht. Also meine Bitte wäre, dass wir uns dazu committen. Da kommen wir jetzt wieder auf diese Frage zurück. Einstufig, zweistufig, müssen wir alles nicht wiederholen. Ich würde votieren auf alle Fälle auf die Zweistufigkeit, aber ich komme auf einen sehr konkreten handwerklichen Punkt, den ich mal in Parallelität in Hessen mit dem Landeswahlleiter länger verhandelt habe, bei der Frage von Rügen richtig aufgestellter Listen. Das ist ja ein Thema. Und zwar von Partei zu Partei hat der Konkurrent vielleicht Fehler gemacht oder auch innerhalb von Parteien unterlegene Bewerber melden sich. Und das führte dann zu dieser Frage, wie arbeitet denn eigentlich ein Bundeswahlleiter, um bei der Zulassung der Listen ja irgendwie sich schlau zu machen. Und da war es relativ schnell feststellbar, der hat überhaupt keine Möglichkeiten. Der hat noch nicht einmal eine formale Zeugenvernehmungsbefugnis. Er hat schon gar nicht die Befugnis, etwa eidesstattliche Versicherungen abzunehmen. Und wir waren uns relativ schnell einig, so eine Befugnis braucht es. Sonst kann die Tatsachenerhebungsinstanz im Grunde gar nicht wirkungsvoll arbeiten. Das bleibt völlig im Theoretischen und Nebelhaften. Und deshalb würde ich auch sehr dazu neigen, genau das, nämlich dieses Instrumentarium mit Zeugenvernehmungsrechten und beispielsweise dem Recht der Abgabe von eidesstattlichen Versicherungen oder vielleicht auch Vereidigungen, das müsste man im Einzelnen sehen, das ist Technik, tatsächlich als konkretes Werkzeug dort einsetzbar zu machen, was übrigens in der Tat zum Vorteil hätte, dass man, wenn es ans Bundesverfassungsgericht in einer zweiten Instanz geht, die Tatsachenermittlungsebene vielleicht eben doch einigermaßen draußen lässt. Ich denke immer, Parteiverbotsverfahren sind halt doch etwas exotischer wie eine periodische Wahlüberprüfung einer Bundestagswahl. Da würde ich nicht gerne das Bundesverfassungsgericht zuschütten wollen, das alle 4 Jahre zu betreiben. Ich weiß nicht, wie viele 100 Wahlanfechtungen es dieses Jahr gegeben hat. Ich kenne es nur Schema von dem Kollegen, der im Wahlprüfungsausschuss ist. Aber das sind schon Riesenmengen. Die müssten sortiert werden und die müssten beackert werden. Und ich glaube, das muss man tatsächlich in einer Instanz davor. Also meine Frage, meine Bitte, meine Anregung wäre, dass wir uns tatsächlich hier committen, irgendwas dazu sagen in unserem, was dann auch im Bericht steht. Und zweitens, dass man bei der Zweistufigkeit, wenn man sich das ins Auge fasst, wofür ich votieren würde, tatsächlich diese Handwerksstücke dazu nimmt und denkt, dass diese Instrumentarien dort angesiedelt werden, weil sonst das Tatsachenerhebungsverfahren meines Erachtens konstruktiv und erfolgreich nicht gefahren werden kann. Wir haben ja im Rahmen der Erstellung des Abschlussberichts die Möglichkeit, dann Themenformulierungen einzureichen, über die wir dann ja auch befinden. Also ich glaube, das müssen wir jetzt dann nicht jetzt machen, Ihrem Anliegen nachzugehen, sondern ich würde sagen, das machen wir im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung des Abschlussberichts. Da können die Vorschläge ja eingebracht werden. Wir kämen zu Frau Professor Schmal. Ich möchte
möchte jetzt nicht weiter was sagen zum Wahlprüfungsverfahren. Da spreche ich mich auch eindeutig für ein weiterhin zweistufiges Verfahren aus, möglicherweise mit einer neu zu gründenden eigenständigen Behörde. Aber da ist schon viel dazu gesagt worden. Ich möchte noch zwei weitere Dinge noch mal kurz einbringen. Das Problem bei der Bundestagswahl in Berlin war ja eben auch die gleichzeitige Veranstaltung einer weiteren Großveranstaltung, die auch territorial gebunden war und die dadurch eben die klassische Urnenwahl behindert hat. Und man könnte vielleicht schon überlegen, ob man das Bundeswahlgesetz Leitlinien, vielleicht sogar auch ein Verbot von derartigen anderen Großveranstaltungen, Massenveranstaltungen, die territorial radiziert sind, am Wahltag zur Bundestagswahl durchzuführen. Das wäre das eine. Das zweite, was ich noch ergänzen wollte in Bezug auf den Wahltag und die Wahluhrzeiten. Also 8 bis 18 Uhr erscheint mir auch relativ restriktiv und möglicherweise ist der Sonntag letztlich ein guter Tag, aber eben auch besteht natürlich immer das Risiko, dass das Wochenende genutzt wird, um woanders hinzufahren und man dann möglicherweise die Stimmabgabe vergisst oder die auch für nicht so wichtig erachtet. Deswegen wäre ich keine Gegnerin davon, auch möglicherweise an zwei Tagen wählen zu lassen. Ich würde dann aber nicht den Samstag und den Sonntag wählen, denn das tangiert wiederum das Wochenende, sondern den Sonntag und den Montag, wo dann vielleicht eben auch die Leute dann Wahlzeiten hätten, eher um am Abend zu wählen. Das könnte man ja einteilen. Und bei dem Ganzen muss man natürlich auch überlegen, dass es für die Wahlhelfer noch weitgehend attraktiv bleibt. Denn die wollen vielleicht auch nicht am Sonntag von 8 bis 22 Uhr in den Wahllokalen stehen und danach noch auswerten müssen und dann am Montag vielleicht noch mal 4 oder 5 Stunden. Und deswegen müsste man da über einen Kompromiss nachdenken oder auch eine andere Anreizschaffung für die Wahlhelfer nachdenken. Also eine reine Aufwandsentschädigung ist vielleicht nicht das, was jeden hinter dem aus der Freizeit hervorlockt. Man könnte, da fällt mir jetzt akut nichts ganz konkret ein, außer natürlich finanzielle Anreize. Aber vielleicht kann man das mit anderen Anreizschaffungen verbinden, um das eben auch für die Wahlhelfer attraktiv zu halten, denn die sind ja ganz essentiell für diese Frage. Und ein ganz letzter Punkt, das möchte ich nochmal sehr stark unterstreichen, was Herr Mellinghoff gesagt hat, also der Vorschlag des Bundeswahlleiters, den 32.2 Bundeswahlgesetz zu ändern, also eben ein Verbot für die Veröffentlichung von Befragungsergebnissen bei den Briefwählern, das halte ich für sehr zwingend. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Mellinghoff. Jetzt ist ja vorgesehen in § 18 Absatz 4a, dass innerhalb ganz kurzer Fristen das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hat, ob eine Partei zur Wahl zugelassen wird oder nicht. Das Verfahren wird auch praktiziert, wird durchgeführt und das Bundesverfassungsgericht ist in der Lage, diese Fragen auch schnell und zügig zu entscheiden. Ich glaube, das, was uns hier am meisten irritiert, ist, dass wir ein Jahr nach der Bundestagswahl immer noch keine Entscheidung darüber haben, wie die Berliner Wahlen zu behandeln sind. Und deswegen stellt sich natürlich schon die Frage, ob dieses Wahlprüfungsverfahren mit der notwendigen zeitlichen Priorität behandelt wird und behandelt worden ist. Denn man muss natürlich sagen, wenn eine Entscheidung des Parlaments erst 1,5 Jahre nach der Wahl kommt, dann das Bundesverfassungsgericht angerufen wird, mit den ganzen Fristen und Stellungnahmen, dann haben wir mehr als die Hälfte der Legislaturperiode durch, bevor eine Entscheidung darüber getroffen wird, ob das Parlament verfassungsgemäß zusammengesetzt ist. Das halte ich für einen wirklich unerträglichen Zustand. Und deswegen stellt sich schon die Frage, ob man in der Priorisierung dieser Fragen, auch in der Fristsetzung, auch in der Behandlung dieser Verfahren nicht wirklich auch Zeitachsen einführt, Fristen einführt, innerhalb derer Dinge zu behandeln sind und nur in Ausnahmefällen die verlängern kann. Danke. Danke. Dann abschließend Herr Professor Šešík. Ja, ich kann auch daran wieder nahtlos anknüpfen, weil das ein Punkt ist, den ich auch immer wieder negativ faszinierend finde. Wenn denn im Ergebnis der Bundestag entschieden hat, da muss innerhalb von 2 Monaten Klarheit sein, ob dagegen vorgegangen wird oder nicht. Eine ganz enge Frist und so weiter und so fort. Und vorher verstreichen Monate. Das ist eine Disparität. Die müsste eingefangen werden, glaube ich. Das würde dem Ganzen gut tun. Noch mal ganz kurz auch zur Wahlprüfung. Der Aspekt
den ich angebracht habe, weshalb das Bundesverfassungsgericht nur begrenzt geeignet ist, tatsächlich jetzt keine der Frage der Schonung des Gerichts oder der Prozessökonomie. Das ist eine Frage der Geeignetheit der Verfahrensarten vor dem Bundesverfassungsgericht. MPD-Verbotsverfahren wurde erwähnt, das ist ein Sonderfall, da wurde schon viel ermittelt. Ob man das so glücklich findet oder nicht, ist das eine das andere. Aber wenn wir uns mal die Vorschriften des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes anschauen, wie mit Beweis, Anträgen, Ermittlungen und so weiter und so fort umzugehen ist, da greifen Sie ins Leere. Es gibt schlicht sozusagen nichts dazu. Und in der Praxis, wenn Sie sehen, wie da Sachverhalt beschafft wird oder Sachverstand durch Sachverständige, die eingeladen werden, im Ergebnis dann im einzelnen Verfahren hinzugezogen wird, dann sehen Sie, das läuft sehr ungeregelt. Die beteiligten Parteien oder Antragsteller werden häufig vorher gar nicht gehört. Es gibt auch keine Eingrenzungen. Das ist freifliegende Rechtsschöpfung oder Tatsachenschöpfung auch eben in Teilen. Das kann man normalerweise bei institutionellen Verfahren einfangen, weil die gut vorbereitet und begleitet sind. Das ist dann nicht so das Problem. Aber bei Massenverfahren mit Individualbeteiligung, wir haben hier Individualrecht, ein Wahlrecht der Bürger. Ja, jeder Einzelne hat im Prinzip Interesse daran, das zu tun, auch wenn das über die Vorbringqualifizierung abgedämpft ist. Ist, glaube ich, tatsächlich das nur begrenzt geeignet, müsste man überlegen, dass man tatsächlich hier irgendwie eine Formalisierung, Sachverhaltsbeschaffung und Prozessualisierung vorantreibt. Man kann gern eigene Vorschriften dafür vorsehen oder wie auch immer. Aber ich glaube, mit einem ganz ungeregelten Verfahren wird man hier tatsächlich die Gefahr laufen, dass es weiterhin sehr, sehr unklar und nicht näher angeleitet bleibt. Und das ist nicht nur eine Frage der Arbeitsmenge, sondern auch nachher der Qualität der Entscheidung. Und darauf wollte ich eigentlich abstellen. So, dann sehe ich zudem Tagesordnungspunkt keine weiteren Wortmeldungen. Bevor wir mit den weiteren Tagesordnungspunkten fortfahren, der kurze Hinweis. Zum einen sind einige Kolleginnen und Kollegen im Plenum mit Redebeiträgen gebunden und werden uns noch verlassen oder haben uns schon verlassen. Zum anderen findet gegen jetzt 19.35 Uhr die nächste namentliche Abstimmung statt, die für 30 Minuten geöffnet ist. Wir halten es zum einen im Blick, wie die Entwicklung ist im Plenum. Zum anderen würde ich dann vorschlagen, dass wir aber gegen 19.45 Uhr schon hier fertig sind und uns deswegen auch jetzt etwas beeilen müssen. Wir haben ja gesagt, dass zu den folgenden Tagesordnungspunkten en bloc die Möglichkeit für Eingangsstatements besteht. Die Eingangsstatements sollten möglichst nicht länger als 4 Minuten lang sein. Die Zeit wird wie immer angezeigt und ich werde auch darauf achten. Und im Anschluss wollen wir dann die Tagesordnungspunkte einzeln beraten, aber vielleicht schauen wir dann auch mal, wie wir mit der Zeit hingekommen sind, ob wir es doch auch zusammenfassen müssen. Wir haben in der letzten Sitzung auf der rechten Seite angefangen, deswegen beginnen wir heute auf der anderen mit Frau Professor Laskowski. Vielen Dank. Dann fange ich an mit den Wahlkreiszuschnitten. Frage 1. Zunächst, die in Paragraph 3 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes normierten Grundsätze konkretisieren das verfassungsrechtliche Gebot, möglichst gleich großer Wahlkreise in verfassungskonformer Weise, wie das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach festgestellt hat. Daher erscheint zunächst kein zwingender Bedarf zu bestehen, die Grundsätze in Paragraph 3 Absatz 1 zu verändern oder zu ergänzen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht aus dem Grundsatz der Wahlgleichheit auch eine Überprüfungs- und Korrekturpflicht des Gesetzgebers hergeleitet, die sich nicht nur auf den konkreten Zuschnitt der Wahlkreise bezieht, sondern auch auf die Kriterien, die in § 3 Absatz 1 genannt werden. So, und in diesem Zusammenhang hat es dann auch deutlich gemacht, dass der Maßstab für die Berechnung und für die Zuschnitte der Wahlkreise nicht die Zahl der deutschen Wohnbevölkerung ist, sondern die Zahl der Wahlberechtigten. Es hat dann zwar die Dinge doch noch verfassungskonform interpretieren können, aber aus meiner Sicht sollte hier eine Änderung und Klarstellung in § 3 Absatz 1 Nummer 3 erfolgen, die den Hinweis und oder auch die Klarstellung des Bundesverfassungsgerichts aufgreift. Also die Zahl der Wahlberechtigten sollte dort auftauchen. Dann zu Nummer 2, zu den Toleranzgrenzen. Hier hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus dem Jahre 2012 die dort geregelte Abweichungsspanne von +/-15% und von maximal +/-25% zwar noch als verfassungs
konform toleriert. Allerdings gibt es auch sehr kritische Stimmen in der Literatur. Vor allen Dingen wird hingewiesen auf die Empfehlung der OSZE gegenüber der Bundesrepublik Deutschland bereits nach der Bundestagswahl 2009. Dort wird empfohlen, eine Abweichungsspanne von plus minus 10% und höchstens bis zu plus minus 15% im Sinne einer guten Wahlpraxis. Die OSZE bezieht sich wiederum auf Empfehlungen der Venedig-Kommission, also eine Kommission, die beim Europarat angegliedert ist. Genau diese Prozentzahlen werden dort auch empfohlen, sodass vor dem Hintergrund, dass man erkennen kann, dass schon die 15% Abweichung Größenunterschiede von fast einem Drittel zwischen den Wahlkreisen zulässt, doch aus meiner Sicht diese Empfehlung aufgegriffen werden sollten und eine entsprechende Änderung des Paragraphen 3 Absatz 1 in Erwägung gezogen werden sollte. Dann zu Frage 4, Erreichbarkeit, Mobilität, Bürgernähe von Abgeordneten sollte in großen Flächenwahlkreisen ein Flächenfaktor berücksichtigt werden. Nun, auch dazu hat das Bundesverfassungsgericht schon Hinweise gegeben. Es ist klar, die Möglichkeit einer effektiven politischen Arbeit der Abgeordneten in den Wahlkreisen kommt nach dieser Rechtsprechung doch eine maßgebliche Bedeutung zu. So hat es in dem Kammerbeschluss 2001 betont, dass die Wahlkreiseinteilung gegen das Demokratiegebot in Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz verstoßen könne, wenn die Wahlkreise so geschnitten sind, dass eine Kommunikation zwischen den Wählerinnen und Wählern untereinander sowie mit den Mandatsbewerberinnen und Bewerbern erschwert und damit die politische Willensbildung beeinträchtigt ist. Ja, ein solcher Fall kann laut Bundesverfassungsgericht dann gegeben sein, wenn der Wahlkreiszuschnitt eine Bündelung des politischen Willens der Einzelnen gar nicht oder nur unter erheblich erschwerten Bedingungen zulässt. Dies spricht aus meiner Sicht dafür, in großen Flächenwahlkreisen einen Flächenfaktor zu berücksichtigen, um eben die Erreichbarkeit und Bürgernähe von Abgeordneten zu sichern. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dann kämen wir zu Frau Professor Achenbach. Danke. Mein Blick auf die Fragen von heute war so ein bisschen verwundert, weil das doch in vielen Dimensionen was ist, was verfassungsrechtlich wenig determiniert und durchdrungen ist in den Themen. Deswegen kann ich mich oder möchte ich mich auf wenige Erwägungen beschränken. Der Wahlkreiszuschnitt war ja gerade schon angesprochen als etwas, was ja weder nach Zahl noch Größe von Wahlkreisen verfassungsrechtlich vorgegeben ist. Also es ist eine Gestaltungsfrage des Gesetzgebers. Die einzige Maßgabe ist die Gleichheit der Wahl, die dann spezifisch ausgeprägt ist für die Direktwahl. Aber das ist trotzdem natürlich in der Gestaltungsmacht erstmal des Gesetzgebers, die Wahlkreise zuzuschneiden. Und das ist auch wiederum etwas, was sozusagen die demokratische Selbstgestaltung ist. Wir hatten es auch gerade in der Frage der parlamentarischen Autonomie, eine Ausgestaltung der Wahlprüfung, dass die Wahlkreise vom Gesetzgeber zugeschnitten werden und damit sozusagen auch das politische System über seine eigene Regenerierung oder Generierung bestimmt, ist jetzt kein demokratisches Problem oder so, sondern einfach eben Teil parlamentarischer Autonomie und demokratischer Selbsteinwirkung. Demokratie ist an diesen Stellen immer notwendig reflexiv. Sie wirkt auf sich selbst ein. Das ist aber eben anders nicht demokratisch machbar letztlich. Das Gleiche gilt auch für diese Toleranzschwellen. Gleichheit ist ein Fundamentalwert, aber natürlich fordern demokratische Wahlen Formalisierung, Planung und Organisation. Und deswegen brauchen wir auch keinen Gleichheitsperfektionismus verfolgen oder sowas. Also es gibt keine hundertprozentige Gleichheit. Das ist in der Praxis überhaupt nicht erreichbar. Schwankungen des Stimmwerts sind unvermeidbar und zwar zumal, wenn es auch noch föderal gegliedert und sein soll und die administrativen und föderalen Grenzen die Wahlkreiszuschnitte prägen sollen, wie ja die jetzige gesetzliche Regelung ist, dann ist eben da auch kein Perfektionismus erreichbar.
Darauf will ich eigentlich auch nur kurz hinweisen, dass natürlich zwischen den Kriterien der Wahlkreiseinteilung und der Verwirklichung von Gleichheit ein Spannungsverhältnis besteht. Also wenn man diese föderalen und administrativen Grenzen vorgibt, als etwas, was sicherlich auch sozusagen von den, Herr Meiner hat es schon angesprochen, so ein bisschen von den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger und vielleicht auch von den lokalen Strukturen von bürgerschaftlicher, politischer Willensbildung geprägt ist. Wenn man das aber einhalten will, dann kann man nicht gleichzeitig totale Gleichheit herstellen. Das ist sowieso keine Erwägung, die man da überbetonen sollte. Deswegen würde ich auch sagen, diese Grenzen 15% und 25%, das mag im internationalen Vergleich schon mal für Kritik sorgen. Aber andererseits haben wir es mit Mobilität, mit einem föderalen System zu tun, das von sehr unterschiedlichen Staaten, also oder Mitgliedstaaten oder Ländern geprägt ist. Manche sind Flächenstaaten, manche sind Stadtstaaten. Das heißt, wir haben es mit einer hohen Binnendiversität in der demokratischen Prägung zu tun, die sich halt auch im Wahlgesetz irgendwie als Spannungsverhältnis niederschlagen muss oder niederschlägt und wo sich irgendwie absolute Gleichheit kaum erreichen lässt. Deswegen würde ich auch erstmal sagen, ich bin mit diese 25% und 15% Abweichung halte ich nicht für verfassungsrechtlich problematisch und sehe auch keinen zwingenden Anlass, das zu ändern, auch wenn da natürlich mal irgendwie Abweichungen passieren, die man nicht als gleichheitsoptimiert wahrnimmt. Die Kriterien sind eben verfassungsrechtlich nicht determiniert und geboten. Deswegen finde ich eigentlich, dass die Wahlorganisation und Durchführung in Reformüberlegungen immer daraufhin überprüft werden sollte, was einerseits die Parteien, die ja auch geprägt sind in ihrer lokalen und föderalen Organisation durch die geltenden Wahlrechtsregeln, als auch die lokale Wahldurchführung eben erleichtert und die Tätigkeit in der Wahlorganisation und Durchführung eben nicht erschwert. Es ist natürlich eine zentrale Herausforderung, dass gerade die Parteien auf die gewachsenen örtlichen Zuschnitte hin organisiert sind. Und das hat eben vielfach eine Prägung in der Parteiarbeit, in den Kontakten im Wahlkreis etc. Das macht Änderungen nicht unmöglich. Aber Änderungen stoßen auf gewachsene politische Strukturen und erfordern dann eben auch Anpassungsleistungen. Und diese Anpassungsleistungen muss man dann eben vielleicht auch unterstützen. Man muss vielleicht für manche Anpassungen da auch Zeit einräumen. Das sind eher so generelle Erwägungen, die ich da mal anstellen will. Es gab dann die Frage mit dem Flächenfaktor. Erstmal ist mir bislang nicht klar, was ein Flächenfaktor überhaupt sein soll. Das ist bislang auch nicht wirklich aufgeklärt worden. Wäre vielleicht noch mal eine Frage, die wir überhaupt besprechen sollten. Mir schien das jetzt, also ich weiß einfach schlicht nicht, was das genau praktisch heißen soll. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass das sinnvoll ist. Ich glaube, dass die Wahlkreisarbeit eben nicht durch irgendwie abstrakte Faktoren gefördert werden sollte, sondern mit anderen vielleicht noch Ausstattungsfragen, wenn es sichtbar wird, dass die Wahlkreisarbeit unter bestimmten Flächenbedingungen vielleicht besonders schwer ist, dann kann man das auch mit einer Verbesserung von Mittelausstattung zum Beispiel auffangen. Und ein Flächenfaktor scheint mir doch auch wieder, was auch immer das genau sein soll, in Spannung zu geraten mit Gleichheitserwägungen. Ich würde es jetzt erstmal dabei belassen. Es sind ja auch schon über 6 Minuten. Vielen Dank. Ja, genau. Vielen Dank. Herr Professor Meinl. Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal vielleicht als Eingang, dass wir haben es ja hier mit einem Problem zu tun, das Problem der Wahlkreiszuschnitte, was zunächst über eine ganz lange Sicht als sozusagen das große Unproblematische des Bundestagswahlrechts angesehen wurde. Ganz einfach deswegen, weil natürlich in dem Idealtypus ein Zweitstimmensystem, also eine Proportionalrepräsentation auf nationaler Ebene, keine politisch relevanten Effekte vom sogenannten Gerrymandering, also von manipulativen Wahlkreiszuschnitten zulässt. Das ist natürlich einfach der zentrale Unterschied gegenüber Staaten mit Mehrheitswahlrecht, die diesen Ausgleichseffekt des Zweitstimmenproporzes nicht haben. Aber
Es liegt natürlich nicht nur an dem Korrekturfaktor Zweitstimme, sondern es liegt natürlich auch an einer, sagen wir mal, vergleichsweise relativ höheren sozialen, demografischen Siedlungsstruktur der Bundesrepublik im Vergleich mit anderen Ländern. Gleichwohl hat das Bundesverfassungsgericht oder vielleicht gerade deswegen hat das Bundesverfassungsgericht schon vor vielen Jahrzehnten die Anforderungen an die Rechtfertigung von ungleichen Wahlkreiszuschnitten verschärft, und zwar im Zusammenhang und im Hinblick auf die Überhangmandate, weil es ja bei den Überhangmandaten die Überhangmandate durchbrechen ja den Ausgleich aller des Ungleichseffekts durch die Zweitstimme. Das heißt, man könnte natürlich jetzt hier auch einfach für unsere Zwecke sagen, das Problem ist so ein bisschen suspendiert, weil die Frage, wie groß das Problem ist, über das wir eigentlich reden, natürlich in hohem Maße davon abhängt, wie es mit der Frage der Verkleinerung weitergeht und wie die Frage der Verkleinerung gelöst wird. Weil es ja den jedenfalls sagen, als allgemeinen Grundsatz man formulieren kann, dass je stärker und je eindeutiger, je widerspruchsloser die Proportionalrepräsentation auf der Bundesebene durchgeführt, desto unproblematischer sind lokale Ungleichheitseffekte des Wahlkreiszuschnitts. Das nur als Allgemeines. Das eine ist, man kann natürlich trotzdem fragen, gibt es eigentlich so etwas wie Gerrymandering, gibt es eigentlich manipulative Wahlkreiszuschnitte im Wahlsystem der Bundesrepublik? Das ist ja zunächst mal eine empirische Frage, für die ich überhaupt nicht zuständig bin. Für das Landtagswahlrecht hat das unter anderem mein Leipziger Kollege Fabian Michel in einem großen Beitrag 2019 mal gezeigt, dass es so etwas wie durchaus, aber im kleinen Umfang, aber immerhin auch gibt. Was ich wichtig finde hervorzuheben, ist, dass wir bisher im Wahlrecht keine strengen Maßstäbe gegen solche manipulativen Wahlkreiszuschnitte, also gegen Gerrymandering haben. Obwohl es natürlich, das wurde schon jetzt mehrfach gesagt, natürlich starke demokratietheoretische Gründe gibt, manipulative Wahlkreiszuschnitte einzuhegen und auszuschließen. Wurde auch schon darauf hingewiesen, auf die Empfehlung der Venedig-Kommission, Abweichung gemessen an die gesamtwahlberechtigten Zahl höchstens 10%. Wir im deutschen Bundestagswahlrecht lösen wir das Problem, Stand heute, nicht materiellrechtlich, sondern wir lösen es institutionell. Wir versuchen es einzuhegen, weniger durch materielles Recht als durch institutionelle Mechanismen der Depolitisierung. Konkret also durch die Wahlkreiskommission, noch konkreter dadurch, dass wir die Wahlkreiskommission mit leitenden Beamten der Innenministerien besetzen und nicht politisch oder politischer. Alles, was also, das ist also, würde ich sagen, der Status quo ist, ist die Frage, gibt es Gründe davon abzuweichen? Der eine Punkt ist natürlich, alles, was die Arbeit der Wahlkreiskommission politischer, in Anführungszeichen transparenter, verantwortlicher macht, macht sie auch politischer. Das heißt, wir weichen dann einfach, dafür gibt es gute und weniger gute Gründe, wir weichen aber davon ab, wie wir das bisher gemacht haben. Der zweite Punkt ist, im Hinblick auf diese Empfehlung der Venedig-Kommission, wir haben halt im Wahlrecht der Bundesrepublik das Zusatzproblem, dass wir Landeslisten und über die Landeslisten Landesgliederung der Parteien haben. Und in diesen Landesgliederungen der Parteien haben wir auch die Gliederung der Länder in Wahlkreise. Das heißt, dass diese Empfehlung der Venedig-Kommission so leicht nicht wird umzusetzen sein, weil an der Tatsache, dass zum Beispiel das Land Bremen zwei Wahlkreise hat, da führt kein Weg dran vorbei. Wenn man nicht das Ding komplett sprengen will und einfach sagen würde, wir teilen die Wahlkreise einfach ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Wenn aber Bremen zwei Wahlkreise hat und meinetwegen das Saarland 4 und Mecklenburg-Vorpommern 6, dann ergeben sich schon einfach aus den Schwellen zwischen 2 und 4 Unterschiede, die deutlich über 10% liegen. Und das kann man auch nicht ohne weiteres beseitigen, aber
diese föderale Gliederung der Wahlkreise, das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht immer gebilligt hat. Und ich finde, dafür sprechen auch überragend wichtige, auch im Hinblick auf das föderal gegliederte Parteiensystem, überragend wichtige Gründe. Letzter Punkt zu den Gewichtungsfaktoren. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Einfach aus dem Gesichtspunkt heraus, dass jeder Gewichtungsfaktor, jeder weiche Faktor, das kennen wir aus der Einwohnerveredelung im Länderfinanzausgleich, sofort die Frage nach anderen Gewichtungsfaktoren nach sich zieht. Ja, also wenn man einen Landfaktor einführt, dann kann man auch sagen, vielleicht sind die Stadtmenschen irgendwie stärker politisiert und haben höheren politischen Betreuungsbedarf. Ich weiß es nicht. Jedenfalls könnte man sich ja zahlreiche andere Faktoren auch denken. Vielen Dank. So, wir haben jetzt eine namentliche Abstimmung zusätzlich drüben im Plenum. Die Frage, soll man noch ein paar Wortmeldungen machen oder soll man direkt drüber gehen? Soll man noch mal weitermachen ein bisschen? Gut. Dann machen wir mit Herrn Professor Fehrkamp weiter. Ja, vielen Dank. Ich kann direkt an das anschließen, was Herr Meinl gerade schon ausgeführt hat. Die Fragen, die Sie uns zum Wahlkreiszuschnitt gestellt haben, die klingen sehr technisch, aber sie führen natürlich letztlich erstmal auf das zurück, was uns ganz am Anfang der Kommissionsarbeit beschäftigt hat, nämlich die ganz grundsätzliche Frage, was ist eigentlich die personalisierte Verhältniswahl für ein Wahlsystem? Und ist sozusagen die Personalisierung ein Element des Mehrheitswahlrechts oder nicht? Weil die Beantwortung all dieser Fragen hängt natürlich genau davon ab. Und ich weiß nicht, ob wir da einen Konsens erreicht haben, aber zumindest der Status quo ist, dass wir eben kein Trennsystem haben, dass die Organisation der Personalisierungskomponente unseres Verhältniswahlrechts in einer Wahlkreisen mithilfe der relativen Mehrheitsregel nichts zu tun hat mit dem System einer Mehrheitswahl, sondern einen rein instrumentellen Charakter sozusagen hat im Sinne von, wie organisiere ich die Personalisierungskomponente innerhalb des Verhältniswahlrahmens. Und je nachdem, wie jetzt die Reformdiskussion zum Wahlrecht ausgeht, gibt es ja sehr unterschiedliche Vorstellungen. Wenn mithilfe der verbundenen Mehrheitsregel oder dem Prinzip der Zweitstimmendeckung sozusagen die Verzerrungsmöglichkeit von Erststimmen auf das Verhältniswahlergebnis ausgeschlossen wird, systemisch ausgeschlossen wird, dann glaube ich, haben wir überhaupt kein Problem mehr mit dem Thema Wahlkreiszuschnitt. Ganz anders ist es natürlich, deshalb bin ich gespannt, was gleich die Kollegen von der Union sagen, wenn man sozusagen die Mehrheitswahlkomponente innerhalb des Wahlsystems stärken würde. Das heißt, wenn man explizit Erststimmen erlauben würde, das Proportionalergebnis zu verzerren, dann ist natürlich dieser Gleichheitsgrundsatz ganz wichtig. Dann muss sozusagen die Optimierung der Wahlkreiszuschnitte sich in einem ganz anderen Maß an dem Gleichheitsgrundsatz orientieren, als das für ein sozusagen vollständig eingebettetes Erststimmenergebnis in das Zweitstimmenergebnis eben ergeben würde. Insofern völlig unterschiedliche Antworten, je nachdem sozusagen, wie die Reformdiskussion ausgeht. Ich würde gerne aus der Perspektive der personalisierten Verhältniswahl sogar noch in einem Punkt über das hinausgehen, was Herr Meinl gesagt hat. Ich würde sogar behaupten, dass die angepeilte administrative Konformität, also die Übereinstimmung sozusagen von Wahlkreisgrenzen mit Gemeindegrenzen, mit Landesgrenzen, mit Stadtgrenzen im Sinne der Personalisierungskomponente sogar eine eigene Rechtfertigung und einen eigenen Sinn hat, weil natürlich sozusagen das Hauptanliegen der Personalisierung in der Regionalisierung, in der regionalen Verankerung der Nominierung von Kandidaten und der Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen besteht. Und es deshalb sehr viel Sinn macht, im Sinne einer so interpretierten Personalisierungskomponente diese administrative Konformität sozusagen als ein eigenes Kriterium zu nehmen. Abschließend, die Empfehlungen der Venedig-Kommission treffen aus meiner Sicht auf unser Verhältniswahlsystem einfach nicht zu. Man darf nicht vergessen, dass bei vielen internationalen Wahlsystemvergleichen ausländische Beobachter ganz schlicht unser Wahlsystem falsch interpretieren. Also es wird oft geführt in der okay.
Sie dürfen gerne weitermachen. Heißt was? Jetzt darf ich gerne weitermachen. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, an welchem Punkt ich genau aufgehört habe. Ja, also die Interpretation der personalisierten Verhältniswahl in der internationalen Literatur, und das würde ich jetzt mal auch auf die Empfehlungen der Venedig-Kommission beziehen, die denken immer, das sei ein Mixed-Member-System. Ist es aber nicht. Also es ist ein Verhältniswahlsystem mit einer Personalisierungskomponente, und deshalb treffen aus meiner Sicht diese Empfehlungen der Venedig-Kommission gar nicht zu auf uns. Und sozusagen innerhalb der von mir gerade geschilderten Interpretation der Personalisierungskomponente gibt es sogar sehr gute Gründe, von der perfekten Gleichheit der Wahlkreisgröße abzuweichen, um eben die administrative Konformität herzustellen, die eine sozusagen Wesensverwandtschaft zu dem Anliegen der Personalisierung eben hat. Vielen Dank. Jetzt kommt noch mal. Gut, circa. Wir würden jetzt versuchen, die weiteren drei Statements noch zu machen und dann rüberzugehen. Bitte, Herr Professor Šešík. Gut, dann versuche ich ein bisschen Zeitdruck rauszunehmen, den ich mich beschränke. Der Rest kommt vielleicht noch in der Diskussion hinterher. Ganz kurz noch zu dem, was Frau Laskowski sagte, die Frage der deutschen Wohnbevölkerung als Proxylösung eben zu dem eigentlichen relevanten Größe, nämlich der Wahlberechtigung. Damals die relativ klare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der Faktor, der wichtig ist für die Frage der Wahlrechtsgleichheit, ist natürlich die Verteilung der Minderjährigen und die Annahme, ob das statistisch sich in so engen Grenzen hält, dass man eben sagen kann, wir lassen das eben außen vor. Das hat das Gericht damals recht zügig angenommen. Es hat noch nicht mal eine mündliche Verhandlung gegeben. Das heißt, das Faktenmaterial war in dem Fall klar, nachdem das Gericht weist das im Sachverhalt auch aus. Und so wesentlich haben die Zahlen sich seitdem nicht geändert. Das heißt, wenn man die Maßstäbe weiterhin anlegt, gibt es da eigentlich im Moment zumindest aus verfassungsrechtlicher Sicht kein Problem. Rechtspolitisch kann man natürlich reflektieren. Und bei den Toleranzgrenzen des Wahlkreiszuschnitts ist zur Venedig-Kommission schon viel gesagt worden. Da würde ich dann der einfacher halber dann ja, nur im Sorge mich anschließen, dass die eben kontextbezogen sind. Der Kontext passt auf das deutsche System nur sehr begrenzt, ist ein generelles Problem der völkerrechtlichen Vorgaben. Da sehe ich kein Problem. Ein bisschen anders ist die Frage, denn ob man tatsächlich so ganz nonchalant sagen kann, naja, das Problem ist im Moment nicht so da, ja, und dass das Problem kleiner wird, wenn denn möglicherweise ein Wahlrecht kommen könnte, was den unter Umständen den personalen Anteil und den Mehrheitswahlanteil noch deutlich weiter minimiert, wie es ja mal angedacht wurde, auch im Rahmen der Kommission. Da kann man natürlich sagen, okay, aus Sicht des Bürgers, der bundesweite Proporz wird perfekt abgebildet, alles in Ordnung. Solange der Bürger aber Personen mitwählen kann, ist natürlich das ein relevanter Faktor. Und sehen Sie mir es nach, aber es gibt einen einfachen Perspektivenwechsel, der in dem Fall vielleicht das Spiel dann verdirbt. Es gibt ja auch eine passive Wahlrechtsgleichheit der Kandidaten im Wahlkreis. Und für den ist das natürlich ein ganz wesentlicher Unterschied, wie der Wahlkreis aussieht, wie groß er ist. Und das unterscheidet sich dann auch. Die darf man nicht vergessen. Das begrenzt dann auch in diesen angedachten Systemen ganz klar die Gestaltungsfreiheit doch erheblich. Also das Problem bleibt, man muss es auffangen. Es geht, man kann das machen. Aber wie gesagt, es ist in der Sache da. Ganz kurz noch zur Frage, wie man denn mit der Arbeit der bestehenden Wahlkreiskommission eben hier umgeht. Die Frage der Transparenz, glaube ich, ist eine, über die muss man nachdenken. Aber da würde ich die Ansicht teilen, dass mehr Transparenz eben hier tatsächlich zu Politisierung eben führt. Und bisher hat das deswegen vielleicht ganz funktioniert, weil das tatsächlich ein echtes Expertengremium ist, die mit viel Sachverstand arbeiten und ja immerhin einen Bericht vorlegen, an dem man sich abarbeiten kann. Deswegen ist das im Gesamtkontext ein gut funktionierendes Gremium. Und deswegen muss man gut sich überlegen, ob man jetzt Forderungen daran heranträgt, die mehr politischen Druck aufbauen. Da kann man überlegen, aber es gibt auch was zu verlieren an der Stelle, weil eben die Ergebnisse bislang meistenteils unangefochten waren. Das sah ganz gut aus. Soweit in der Kürze, mehr dann vielleicht nachher. Dankeschön, Herr Professor Mellinghoff. Vielen Dank. Ich will doch noch mal kurz auf das zurückkommen, was Herr Faehrkamp gesagt hat. Wenn man natürlich unser Wahlsystem jetzt dahingehend interpretiert, dass wir ein reines Verhältniswahlsystem mit einem Personalisierungseinfluss haben, dann ist das ein anderes Wahlsystem, als wir das bisher haben und was auch das Bundesverfassungsgericht zugrunde legt. Nämlich die Mehrheitskomponente dort bezieht natürlich ein, dass die Direktkandidaten
auch gleiche Chancen und gleichheitsrechtlich zu behandeln sind, wahlgleichheitsrechtlich zu behandeln sind. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb die Wahlkreise dann eine Bedeutung haben. Und von daher hängt beides, wie Herr Fehrkampf zutreffend gesagt hat, miteinander zusammen. Aber ob wir wirklich ein Wahlrecht wollen, wo im Grunde genommen die Personalisierungskomponente eine Quantité negligeable wird und wir im Grunde genommen darauf quasi verzichten können, das wage ich mal zu bezweifeln, dass das der Wille ist, mit dem die Kommission angetreten ist. Denn das personalisierte Verhältniswahlrecht geht doch eben davon aus, dass wir Personen auch in den Blick nehmen, die mit einer gewissen gleichheitsrechtlichen Komponente in den Bundestag hineingewählt werden. Ich will gar nicht über die Fragen, wie man den Bundestag verkleinert, da sind wir unterschiedlicher Auffassungen, man kann da über viele Varianten nachdenken. Aber völlig darauf zu verzichten und die Wahlgleichheit in diesem Punkt überhaupt gar nicht mehr zu berücksichtigen, halte ich für hochproblematisch. Und will dann doch noch kurz darauf hinweisen, dass im letzten Bericht der Wahlkreiskommission immerhin ein Viertel aller Wahlkreise die 15%-Hürde gerissen hat. Das ist ein ganz gewaltiger Anteil. Das muss man einfach in den Blick nehmen. Die Wahlkreiskommission hat von den, ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube es waren 78, hat es in 31 Wahlkreisen überhaupt nur Vorschläge gemacht, das wieder anzupassen. Aber wir sollten diese faktischen Grundlagen doch auch mit in den Blick nehmen des letzten Wahlkreiskommissionsberichts, wo wir mal vor Augen geführt bekommen, wohin führt es, wenn wir diese Grenze 15% der Venedig-Kommission übernehmen oder nicht übernehmen. Das würde zu einer doch regelmäßigen, deutlichen Veränderung der Wahlkreiszuschnitte führen können. Und von daher wäre ich da insgesamt für eine gewisse Flexibilisierung. Die Wahlkreiskommission ist außerordentlich gründlich mit diesen Fragen umgegangen und hat die Fragen in den Blick genommen, sodass ich nicht den Eindruck habe, dass da der Wille ist, die 25%-Grenze anzutesten oder Ähnliches, sondern man ist sich des Problems sehr wohl bewusst. Und deswegen sehe ich da zurzeit jedenfalls gesetzgeberisch keinen Handlungsbedarf. Herzlichen Dank. Dann kämen wir abschließend noch zu Frau Professor Schmal. Ja, vielen Dank. Ich kann kaum noch etwas ergänzen, was nicht schon gesagt worden ist. Zwar noch nicht dann von mir, aber von anderen. Ich möchte nur kurz in Erinnerung rufen, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen für die Wahlkreiseinteilung sich aus den Wahlrechtsgrundsätzen des Artikel 38 ergeben. Und da ist natürlich der entscheidende Grundsatz zunächst einmal der der Wahlrechtsgleichheit, dass der natürlich differenziert, kein Differenzierungsverbot enthält, liegt auf der Hand, wie er es ja grundsätzlich nicht tut, sondern zwingende Gründe können natürlich auch hier die Wahlrechtsgleichheit durchbrechen. Neben der Wahlrechtsgleichheit sind allerdings auch die Chancengleichheit aller Wahlbewerber, Herr Šešek hat es schon erwähnt, das Demokratieprinzip und das Parteienprivileg auch Maßstäbe für die Wahlkreiseinteilung. Das heißt also, Wahlkreise dürfen eben auch nicht so zugeschnitten werden, dass sie die Kommunikation zwischen den Wahlberechtigten untereinander und zwischen den Wahlberechtigten und den Wahlbewerbern erschweren und damit letztlich die politische Willensbildung beeinträchtigen. Wenn man das Ganze, die Grundsätze zugrunde legt, und dazu ist schon sehr viel gesagt worden, könnte man allenfalls bei § 3 Bundeswahlgesetz entweder an der Nummer 3 oder an der Nummer an der Nummer 2 und an der Nummer 3 möglicherweise gewissen Verbesserungsbedarf erkennen. Auch dazu ist schon viel gesagt worden, ob die nicht wahlberechtigten Minderjährigen werden nicht als Maßstab dort genommen. Das Bundesverfassungsgericht hat das in einem Beschluss von 2012 auch entsprechend sanktioniert und keine Einwände erhoben, aber hat darauf hingewiesen, dass sich die kontinuierliche Überprüfungspflicht des Gesetzgebers auch weiterhin darauf erstreckt, ob der tatsächliche Anteil Minderjähriger an der Bevölkerung in den Ländern und in den Wahlkreisen annähernd gleichmäßig weiterhin verteilt ist. Also das ist sicherlich dann auch eine Aufgabe der Wahlkreiskommission weiterhin. In Bezug auf die Toleranzgrenzen, die sind natürlich bezüglich des Ob unverzichtbar,
Bezüglich der Schwellenwerte kann man darüber streiten. OSZE, Venedig-Kommission ist schon erwähnt worden. Vielleicht schlägt da dann auch mein europa- und völkerrechtliches Herz entsprechend höher. Und wenn man da nochmal sich vor Augen führt, dass wir in den 60er Jahren noch eine Abweichungsspanne von 33% hatten und inzwischen dann von 25%, lässt sich durchaus doch erwägen, ob man nicht den Empfehlungen der Venedig-Kommission insoweit näher tritt, dass man sie doch nach Treu und Glauben berücksichtigt und vielleicht eine Annäherung dahin versucht, sodass man vielleicht jetzt nicht eine absolute Höchstgrenze von 15% einzieht. Aber 25% ist doch sehr, sehr hoch, eine sehr hohe Höchstgrenze. Das erlaubte nämlich Größenunterschiede von bis zu 120.000 Einwohnern. Und das empfinde ich schon als erheblich. Und deswegen könnte man da überlegen, ob man vielleicht die 25% auf 20% reduziert als Höchstgrenze. Was die Transparenz der Arbeit der Wahlkreiskommission angeht, möchte ich noch mal in Erinnerung rufen, dass sie ja lediglich ein Vorschlagsrecht hat und eine sachverständige Kommission ist. Dazu ist auch schon einiges gesagt worden und die Entscheidungsbefugnisse aber beim Bundestag liegen. Und alle Entscheidungen des Gesetzgebers und insbesondere auch dann, wenn er von den Vorschlägen der Wahlkreiskommission abweichen will, müssen aus meiner Sicht hinreichend begründet, transparent und öffentlich zugänglich sein. Dasselbe gilt nicht zwingend für die Tätigkeit der Kommission, die keine politische Verantwortung gegenüber dem Wähler trägt und ihr auch dementsprechend ja nur Vorschlagsrechte zukommen. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Ergebnis der Tätigkeit der Kommission, also der Bericht der Kommission, der dem Bundestag dann zugeleitet wird, nicht begründet sein muss. Das muss er natürlich auch und der muss dann auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Aber die Tätigkeit selbst, die Arbeit selbst der Wahlrechtskommission kann in der Tat aus meiner Sicht ganz so ablaufen, wie das Expertengremien grundsätzlich machen, nämlich nicht im Blick der Öffentlichkeit, um auch den politischen Zugriff da zu vermeiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben die Wortmeldung von Ihnen noch mitgenommen, Herr Professor Ferkamp. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt doch hier den Cut, laufen rüber und machen dann nachher die Diskussion und haben Sie dann als erstes auf der Liste. Dann hier, ist jetzt aber nur der zweite. Ja, der Herr Kartmann nimmt schon mal in unserer Abwesenheit weitere Wortmeldungen auf. Herr Thome, Ansgar Heveling. Gut, weitere Wortmeldungen sind dann noch weiter möglich. Wir gehen jetzt rüber und sind in etwa 15 bis 20 Minuten wieder hier.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem auch die FDP jetzt wieder da ist, kann es losgehen. Aber irgendwann müsst ihr uns schon mal sagen, warum ihr immer doppelt so lang braucht wie alle anderen. Ja, 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 Glückwunsch. Gut. Wir haben uns jetzt die Entscheidung schwer gemacht. So. Wir haben uns jetzt mal auf einem kurzen Dienstweg verständigt, dass wir jetzt nicht nochmal alle drei Themen einzeln aufrufen und diskutieren, sondern dass wir jetzt en bloc die Themen Wahlkreiszuschnitte, Transparenz der Arbeit der Wahlkreiskommission und Begründungspflicht bei abweichenden Voten jetzt en bloc diskutieren. Wir haben dazu schon Wortmeldungen, Herr Professor Fehrkamp, Sebastian Hartmann, Herr Thome, Herr Heveling. Und weitere nehmen wir natürlich gerne entgegen, aber beginnen tut Herr Fehrkamp. Ja, ich habe eigentlich nur eine kurze Rückfrage an Herrn Češek, Herrn Mellinghoff und Frau Schmal. Wie Sie das denn in Ihrem Vorschlag des echten Zwei-Stimmen-Systems organisieren würden mit den Wahlkreiszuschnitten? Weil Frau Schmal hat ja gerade gesagt, 20% wäre aus Ihrer Sicht kein Problem. Das ist aber doch eine Verzerrung, wenn Sie ein Mehrheitswahlelement, ein substanzielles einführen. Ist das doch eine Größenordnung, die nicht mehr tolerierbar wäre vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes? Deshalb die Frage, wie würden Sie das denn organisieren in Ihrem Vorschlag? Wir kämen dann nachher zur Beantwortung, würde ich sagen, und machen weiter mit Kollegen Hartmann. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, auch nochmal mit der Idee, das verbunden aufzurufen, weil wir wirklich in diesem Sitzungstag ja ziemlich dadurch nochmal eingegrenzt werden, was die Vielzahl der namentlichen Abstimmungen auch der spontanen angeht. Aller Kürze, ich möchte mich bei den Sachverständigen, insbesondere auch nochmal wegen der schriftlichen Darlegung, was Wahlkreiszuschnitte angeht, der mathematischen Herleitung ausdrücklich bedanken. Das ist, glaube ich, für die weitere Arbeit auch hier jetzt gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil der Fokus etwas anders war. Wir sind ja schon in einige Wahlrechtsreform-Kommissionssitzungen weiter. Aber auch nochmal zum Beispiel auf das Beispiel von Herrn Puckelsheim eingehend, der hat ja auch einen Vorschlag gemacht, ist aber leider terminlich abwesend, auch zum Beispiel eine Näherung herbeizuführen, über wie viele Wahlkreise reden wir denn überhaupt, wenn es um Abweichungen nach oben oder nach unten geht. Da wird ja im Rahmen der Erkenntnistheorie der Unterschied zwischen Glauben und Wissen deutlich ermittelt. Ist es tatsächlich ein Problem? Und deswegen ist die Größe der Wahlkreiszuschnitte unter Beachtung des Bundesstaatsprinzips hier noch mal sehr fein herausgearbeitet worden. Deswegen der ausdrückliche Dank und Anerkennung an die Sachverständigen, auch wenn wir kleinere Länder, die auch genauso den Bund bilden wie größere, noch mal herbeigeleitet ist. Das ist ein Prinzip des föderalen Bundesstaates und der jetzt eben ein Wahlrecht finden muss, das dann, da hat Herr Professor Fehrkamp völlig unabgesprochen, aber tatsächlich den Punkt, den wir damals schon, als wir das die verbundene Mehrheitsregel begründet haben, eingeführt haben und das Grabenwahlrecht diskutiert haben, auf die Probleme dann bei der Wahlkreiszuschnittfrage aufgerufen. So, und jetzt wird die Geschichte rund. Das ist das, was wir diskutiert haben bei der verbundenen Mehrheitsregel in Verbindung mit der Größe der Wahlkreise, zeigt eines auf. Zu sehr darf die Abweichung nicht werden. Das ist zu vermeiden. Ein Gerrymandering, was wir in den Vereinigten Staaten jetzt Midterm Election waren, in diesen Tagen erlebt haben, immer wieder erleben, wo man sehr einfach auch blaue und rote Wahlkreise schneiden kann, was Demokraten und Republikaner angeht, ist in dieser Form nicht möglich. Es gibt Sicherungsmechanismen. Deswegen nochmal die politische Einordnung. Die Abweichung nach oben, nach unten ist per se erstmal nicht das Problem, sondern die Frage, wie häufig tritt das auf? Deutlich seltener als eigentlich vermutet. Das Zweite, was die Transparenz der Wahlkreiskommission angeht, und da dann der letzte Punkt als Argument, das ist ja vielleicht etwas, was man noch mal deutlicher machen soll, mit welcher Mühe daran gearbeitet wird, wie hoch auch die Hürden sein dürften, davon abzuweichen. Ich bin also, weil das ein gutes und geordnetes Verfahren ist, für diese Arbeit der Wahlkreiskommission sehr dankbar. Kann mir gut vorstellen, dass das noch mal transparenter für Wählerinnen und Wähler gemacht wird, weil das auch noch mal die Legitimität und auch die Akzeptanz von Wahlakt als solchem erhöht. Und ein abschließendes Argument noch in der Sache, die Entscheidung der letzten Reformkommission und der letzten Regierungskoalition von den Wahlkreiszahlen 299 abzuweichen auf 280 zu gehen, die haben wir ja, glaube ich, unisono über Partei- und Fraktionsgrenzen oder Regierungs- und Oppositionsgrenze hinweg verworfen. Wir reden jetzt über die 299 Wahlkreise, sowohl beim sogenannten Zwei-Graben-Wahlrecht oder wie auch immer, also Grabenwahlrecht, als auch bei der verbundenen Mehrheitsregel. Wir stehen bei 299 mal 2, 598, eine sauber ermittelbare Zahl. Und dann aber auch
wenn wir den Wahlkreiszuschnitt angehen. Es ist ein Problem, was in wesentlich weniger Wahlkreisen auftritt und lösbar ist, ohne dass man willkürlich Wahlkreise zusammenschneidet. Ich finde, das sind sehr wichtige Punkte, die hier noch mal erarbeitet worden sind. Das sollte ausdrücklich festgehalten werden und das Dokumentstück vielleicht auch noch mal über den ordentlichen Weg an das BMI gespielt werden, was ja auch, was die Stellungnahme der Bundesregierung angeht, noch nicht zu einer geschlossenen Position der Bundesregierung gekommen ist. Die wird das auf jeden Fall irgendwann machen, was den Bundeswahlleiter angeht. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was wir als Material übersenden sollen. Herzlichen Dank dafür, insbesondere an die Sachverständigen. Ja, vielen Dank, Kollege Thome. Wie lang, Frau Vorsitzende? Ich wollte nur eine Bemerkung zum Flächenfaktor machen, was große Wahlkreise der Fläche nach betrifft. Und ich glaube, dass das eine abnehmende Bedeutung einnimmt, weil die Gesellschaft mobiler wird, weil mehr Kommunikation unter den Bürgern, aber auch zwischen den Bürgern und den Bürgerinnen und ihren Abgeordneten im Weg der Telekommunikation stattfindet. Man ergreift vielmehr die Möglichkeiten, auch über Videokonferenzen und derartige Schaltungen Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, dass das im Vergleich zu früheren Jahrzehnten, als die gleiche Fläche eine größere Bedeutung bedeutete, weniger bedeutend ist. Also ich persönlich betreue neben meinem eigenen Wahlkreis noch zwei weitere Betreuungswahlkreise. Und mein Wahlkreis ist einer der flächenmäßig größten Bayerns, aber das meiste sind eben Berge. Nur da muss man auch Strecken und Strecken zurücklegen. Von daher kann ich das auch, glaube ich, ziemlich gut beurteilen, dass im Vergleich zu einem großstädtischen Wahlkreis, in dem die Strecken gering sind und die Flächen nicht groß sind, eine Strecke in einem ländlichen Wahlkreis immer viel größer ist und gleichwohl kann man es bewältigen. Von daher glaube ich, die Strecken und die Flächen nehmen an Bedeutung ab. Aber was wir uns schon genau anschauen sollten, ist, welche Bedeutung die Wahlkreisgröße in Bezug auf die Zahl der Wahlberechtigten bedeutet. Das ist, glaube ich, ein empfindlicher Punkt, weil er eben mit der Volksgleichheit der Wahl der Stimme zu tun hat. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das Thema Fläche ist, glaube ich, von all den Problemen, die wir zu lösen haben, das geringste. Ansgar Heveling. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die vielen Impulse seitens der Sachverständigen, auch bei diesen Fragen, mit denen wir uns heute befassen. Ich will ein paar Aspekte ansprechen und mit dem Thema Toleranzgrenzen anfangen. Es ist natürlich vom Ausgangspunkt her sicherlich tatsächlich erstmal so, wie Herr Fehrkamp es in seinem Beitrag geschildert hat, dass wir in der momentanen Situation des personalisierten Verhältniswahlrechts, wie wir es jetzt haben, relativ am wenigsten Probleme mit der Toleranzgrenze haben, weil wir die Proportionalität oder die Größe des Bundestages sich eben im Kern von der Zweitstimme herleitet. Was aber eben, glaube ich, gleichzeitig nicht bedeutet, dass man eben da jetzt willkürlich oder sonst wie vorgehen kann. Also ich glaube, das ist aber schon von der Einordnung richtig. Die Frage, welche Toleranzgrenzen beim echten Zweistimmenwahlrecht noch zulässig sind, mit Blick darauf, dass die Mehrheitskomponente jedenfalls bei einem Teil gestärkt wird, ist, glaube ich, grundsätzlich richtig. Ich bin allerdings auch der Auffassung, dass beim Vorschlag seitens der Ampelfraktion beim verbundenen Wahlrecht sich diese Frage jedenfalls im Hinblick darauf, dass ja am Ende Wahlkreise definiert werden müssen, die nicht zugeteilt werden und das ja nach einem sozusagen Vergleich mit anderen Wahlkreisen passiert, sich die Frage ja eigentlich genauso stellt. Denn wenn ich da Verzerrungen habe aufgrund unterschiedlicher Wahlkreisgrößen, ist das ja zumindest auch ein Faktor, den ich berücksichtigen muss. Also insofern glaube ich schon, dass ich diese Frage gleichermaßen stellen könnte und dann zu beurteilen ist, was für ein Faktor ist, der noch hinzunehmen ist. Es wird sicherlich einen geben. Sicher ist bei jedweder Lösung, angefangen vom jetzigen bestehenden System bis zu den unterschiedlichen Weiterentwicklungen,
sollten wir natürlich zusehen, dass das, was bisher bei uns eben Gott sei Dank nicht passiert ist, das Gerrymandering, auch in Zukunft durch Sicherungsfaktoren im Wahlgesetz natürlich so weit wie möglich ausgeschlossen oder minimiert wird. Und ich glaube, da spielt schon eine Rolle die Konzeption der Wahlkreiskommission, die als nicht politische Institution konturiert ist. Ich glaube, das ist gut und richtig, dass es so bleibt. Und insofern stellt sich da tatsächlich auch die Frage Erhöhung der Transparenz im Prozedere der Wahlkreiskommission, würde ich auch für schwierig ansehen, weil das den politischen Druck in jedem Falle erhöhen wird. Aber die Frage ist, ob man nicht mehr Transparenz in der Festlegung abstrakter Beurteilungen des Wahlkreiszuschnitts berücksichtigen muss und das auch dokumentieren muss, walten lassen sollte, um auf diesem Wege Transparenz herzustellen. Wir haben jetzt in Paragraph 3 Absatz 1 einige Parameter formuliert. Die Frage ist, gibt es auch noch weitere Parameter? Und der Punkt, die Abwägungsentscheidungen, die die Wahlkreiskommission in Anwendung der Parameter vornimmt, das stärker zu dokumentieren, damit dann nachher für den anschließenden politischen Prozess tatsächlich auch nachvollziehbar ist, was hat sich denn die Wahlkreiskommission tatsächlich bei dem Vorschlag XY gedacht. Und dann wird vielleicht auch nachvollziehbar im Einzelfall gegenüber der Öffentlichkeit, wie wenn es um eine gefühlt kritische Entscheidung geht. Also ich kann das sagen, sowohl ich als auch die Kollegin Ulle Schaufs, die ja im Nachbarwahlkreis beheimatet ist, wir haben so einen Wahlkreis, der jedenfalls in Teilen kritisch in der Öffentlichkeit aufgenommen worden ist, als er so gebildet wurde, wie er gebildet worden ist, dass nämlich eine Großstadt Krefeld geteilt worden ist. Das hat damals bei der Wahl 2002 auch fühlbare Auswirkungen gehabt, mit einer deutlichen Wahlzurückhaltung der Wahlbevölkerung in dieser Großstadt, weil die einfach mit dem Wahlkreiszuschnitt damals nicht so zufrieden waren. Mittlerweile hat sich das wieder alles nivelliert, aber das war jedenfalls spürbar. Und da kann man auch fühlen, dass manchmal eben diese Entscheidungen wirklich, naja, zu Schwierigkeiten führen. Also wir haben die Situation, es gibt Straßen, da ist die gerade Straßenseite in meinem Wahlkreis und die ungerade Straßenseite dann im Wahlkreis von Ulle Schaufs. Und das sind dann natürlich auch Zuordnungen, die manchmal etwas schwierig sind in der Wahrnehmung. Also da ist die Frage, kann man eine Erhöhung der Transparenz nicht bei der Wahlkreiskommission dadurch erzeugen, dass man Parameter stärker noch definiert und letztlich die Wahlkreiskommission dazu bringt, zu dokumentieren, warum sie welche Abwägungsentscheidung getroffen hat. So viel Dankeschön. Von meiner Seite. Danke. Dankeschön. So, jetzt gibt es aktuell keine Wortmeldung. Wir hatten Frau Professor Schmal hat sich gemeldet. Genau, es gab ja auch einige Fragen an die Sachverständigen. Frau Professor Schmal. Alles gut. Ich möchte gerne auf zwei, drei Punkte kurz eingehen. Also zunächst einmal, was Hartmann angesprochen hat. Also wir haben ja kein klassisches Zwei-Stimmen-Wahlrecht vorgeschlagen, sondern ein modifiziertes Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Das heißt, man müsste auch nicht bei 299 Wahlkreisen bleiben. Es könnten ja dann noch 280 werden gegenüber 320 Sitzen, die über das Verhältniswahlrecht dann gekommen wären. Also das ist bei unserem Vorschlag jedenfalls nicht zwingend. Das wollte ich nur quasi kurz klarstellen. Das nächste ist, was Herr Faircamp angesprochen hat, da habe ich mich vielleicht nicht etwas missverständlich ausgedrückt. Also die Venedig-Konvention sagt ja, dass die zulässige Höchstabweichung nicht 10% und auf gar keinen Fall 15% übersteigen soll.
Und das habe ich vorher nicht gesagt, es sei denn allerdings auch, es griffen besondere Umstände, wie etwa der Schutz von nationalen Minderheiten. Und dazu können beispielsweise eben auch vielleicht dann Fragen noch zusätzlich zählen als besonderer Grund, die sich auf die Stadtstaaten auswirken. Das würde ich als einen besonderen Grund ansehen. Und das, was ich gesagt habe oder was ich meinte jedenfalls, ist, dass man, es sind ja Empfehlungen der Venedig-Kommission, die auch nicht zugeschnitten sind auf das deutsche Bundeswahlgesetz, sondern haben ja eher die Mehrheitswahl im Blick. Wenn man aber tatsächlich dem modifizierten Zwei-Stimmen-Wahlrecht nahe treten würde, sind die Empfehlungen der Venedig-Kommission doch zu berücksichtigen. Und da halte ich eine Höchstgrenze, die absolute Höchstgrenze von 25%, wie wir sie jetzt im Bundeswahlgesetz haben, für zu weitgehend. Und da meine ich, sollte man die absolute Höchstgrenze den Vorschlägen der Venedig-Kommission annähern. Ob das jetzt 20% sind oder wie die Venedig-Kommission wirklich vorschlägt, 15%, das wäre dann im Einzelnen dann auch nochmal genauer auszudifferenzieren. Das waren also die beiden Dinge. Und dann vielleicht noch einen Punkt in Bezug auf die Arbeit der Wahlkreiskommission. Jedenfalls aus meiner Sicht halte ich es auch für sinnvoll und für erforderlich, dass die Wahlkreiskommission in ihrem Bericht Begründungen abgibt und nicht nur Wahlkreise zuteilt, sondern auch Begründungen abgibt, welche Parameter des Paragraphen 3 sie angewandt hat und warum sie zu welchem Wahlkreiszuschnitt gekommen ist. Das halte ich für unverzichtbar, wohingegen ich nach wie vor auch der Meinung bin, ich glaube, da teile ich auch die Meinung von Herrn Heveling, dass die Arbeit selbst zunächst nicht zwingend der Öffentlichkeit, also die Tätigkeit selbst nicht zwingend öffentlich sein muss, sondern um die eben auch vom politischen Druck zu befreien. Das waren die drei Dinge, die ich noch schnell loswerden wollte. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Kreis der Sachverständigen zu den aufgeworfenen Fragen? Herr Professor Schäschig. Gut, dann würde ich jetzt insoweit schon versuchen, kurz auf die Dinge dann zu rekapitulieren, soweit sie da sind. Zentral ja immer noch die Frage Wahlrechtsgleichheit im Wahlkreis. Wie ist das zu handhaben bei der Größenzuteilung? Lassen Sie mich davor dann mal einen Schritt zurückgehen auf das, was ja auch aufgeworfen wurde, nämlich die Gesamtplatzierung der Gleichheit im Wahlsystem. Mit der Annahme, die ja so ein bisschen hinter dem stammt, was Herr Faehrkamp auch gesagt hatte, dass es unproblematisch sei, in dem potenziellen Ampelvorschlag oder Vorhaben im Grunde genommen Wahlkreisabweichung zu haben, weil es ja als Verhältniswahlrecht ausgegeben werden kann mit einem Personalisierungselement, wenn ich das richtig so zusammenfassen darf. Und das ist aber genau der Punkt, weil das Personalisierungselement knüpft dann doch an die Ergebnisse an, die im Wahlkreis erzielt werden. Und Sie können das definieren, wie es gemacht werden könnte, auch indem man Paragraph 1 oder 2 des Bundeswahlgesetzes ändert, die Bezeichnung. Es bleibt dabei, dass letztendlich die Frage, wer in den Bundestag einzieht, im Wahlkreis zumindest mitentschieden wird. Selbst wenn es nur notwendig und keine hinreichende Bedingung ist, die wird auf jeden Fall damit entschieden. Und sobald das der Fall ist, ist diese Wahl relevant bei der Personalauswahl und entscheidet damit über den Stimmenerfolg, die Stimmenchance, die der Wähler hat und auch die Kandidatenchance. Das heißt, mit der Nominierung, Benennung kommen Sie da nicht weiter. Das heißt, der Gleichheitsmaßstab kommt da zur Anwendung. Und dementsprechend stellt sich auch für das Wahlmodell genau diese Frage in der Schärfe. In der Summe wird es dann abgedämpft. Die Mainz jetzt hat auch mit Vollausgleich und diesen Dingen. Es ist unproblematisch, weil der Gesamtverschiebungseffekt geringer ist. Aber auf die Frage muss eine Antwort gegeben werden. Sonst, glaube ich, verkennt man die Anforderungen des Verfassungsrechts hier. Wenn wir das Modell nehmen, wie das jetzt in dem verbesserten, modifizierten Zwei-Stimmen-System angedacht ist, dann hat konsequenterweise das eben dann insoweit dann ein Stück weit mehr Relevanz aufs Gesamtergebnis. Und Herr Mellinghoff hatte gleich zu Beginn der zweiten Sitzung auch schon gesagt, die Konsequenz gezogen. Wir hatten das intern vorher ja auch überlegt. Ja, da muss man tatsächlich über die Toleranzgrenzen reden. Das ist die Konsequenz, die muss man dann ehrlicherweise ziehen. Nicht? Das ist angelegt in dem Gleichheitssatz und das wäre dann zu tun. Und die Konsequenzen kann man dann auch ziehen mit Blick auf die Venedig-Kriterien. Da könnte man überlegen, ob die zumindest nicht teilweise dann man sich in die Nähe begeben müsste, uns zu quantifizieren. Man muss sie vielleicht nicht eins zu eins in der Stringenz erreichen, weil eben ein Verhältnisanteil eben bleibt, aber man muss in die Nähe kommen.
Und dann blicke ich aber doch, bitte ich einen Blick zu werfen auf das, was Herr Puckelsheim für heute eingereicht hat, was in der Wissenschaft schon vorgeschlagen wurde. Da sieht man, dass tatsächlich bereits jetzt schon nach den bestehenden Parametern, wenn man das anders optimiert hinzuschneidet, unproblematisch bis auf 3 Wahlkreise selbst die strengen Venedig-Kriterien einzuhalten wären. Das heißt, tatsächlich gibt es da kein großes Problem. Es wäre zu tun. Da kommt bei 3, die kommen, glaube ich, bei 17% aus im Ergebnis, wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, auch dieses Problem ist zu bewältigen, ohne dass wir grundstürzend Anzahlen der Wahlkreise groß verändern müssten. Lassen Sie mich zuspitzen. Auch das von uns geschlagene Modell wäre insoweit verfassungskonform umzusetzen mit einer abgesenkten Schwelle. Das haben wir mit Verlaub damals schon einmal durchgespielt, weil uns das klar war, dass da einmal kommen wird. Und der würde dann insoweit nicht durchgreifen, wenn man die einfach gesetzlichen Schwellen herabsetzen würde. Also das haben wir tatsächlich auch schon damals durchgespielt zu dritt, als wir es uns überlegt haben. Also der Vorwurf, der geht insoweit nicht auf. Verfassungsrechtlich geht das aus in der Summe. Danke. Dankeschön. Jetzt habe ich. Dann würde ich gerne an dieser Stelle noch ergänzen. Der Vorschlag der Venedig-Kommission ist ja aufgegriffen worden von der OSZE 2009 im Nachgang zu der Bundestagswahl, und zwar in dem Bericht der OSZE. In diesem Bericht hat sie sich vorab auch eingehend mit dem Wahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt. Also es ist nicht so, dass sie ins Blaue hinein auf den Vorschlag der Venedig-Kommission zugegriffen hat, sondern sie hat schon das deutsche Wahlrecht vorher betrachtet und vor diesem Hintergrund diese Empfehlung ausgesprochen. Das wollte ich noch einmal klarstellen. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es Herr Hefli? Ich wollte nur, weil ich das eben eigentlich auch noch angesprochen haben wollte, aber dann vergessen hatte, das Thema Flächenfaktor doch von unserer Seite auch noch mal kurz jedenfalls anreißen. Ich sehe da auch die Schwierigkeit, einen Faktor zu finden, der sich mit den Wahlrechtsgrundsätzen in irgendeiner Form so in Einklang bringen lässt, dass man damit vernünftig umgehen könnte. Also deswegen glaube ich auch, dass ein Flächenfaktor ein schwieriges Instrument und ein verfassungsrechtlich sicherlich auch fragwürdiges Instrument aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht sein wird. Dankeschön. Jetzt sehe ich tatsächlich keine weiteren Wortmeldungen mehr. Und dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt und die Beratung dazu schließen. Und wir kämen dann schon zu Top 6 Verschiedenes. Herr Kollege Klaase hat beantragt, dass auch die von den Abgeordneten eingebrachten Stellungnahmen im Internet veröffentlicht werden. Die Kommission hat im April beschlossen, dass lediglich die Stellungnahmen der Sachverständigen veröffentlicht werden sollen. Wir hatten uns schon in der Obleuterunde darüber ausgetauscht und waren da mehrheitlich der Meinung, dass es beim bisherigen Prozedere bleiben soll. Ich bitte aber trotzdem jetzt noch mal um Wortmeldungen. Wird das Wort gewünscht? Herr Klaase. Also in der Tat kann ja die Kommission sich fortentwickeln in ihrer Sichtweise darauf. Ich weiß gar nicht, wie weit man das damals erwogen hat. Ich kann mich auf alle Fälle nicht an eine längere Diskussion erinnern. Es geht schlicht und einfach um ein Transparenzgebot, dass das, was wir tun, ja, was wir immer betonen, und deshalb sitzen wir hier auch in Tagen öffentlich, möglichst zugänglich ist. So wie das jetzt ist, werden halt solche Dokumente überhaupt nicht von den Zuschauern, zu den Interessierten überhaupt wahrnehmbar gemacht. Und deshalb kann ich überhaupt nicht verstehen, warum man da jetzt irgendwie einen Vorhang davor zieht. Das ist nichts Unanständiges. Das ist nichts, wie jetzt mal angedeutet worden ist, was wettbewerblich ist. Wer hat die größten und die längsten Ausführungen? Das hat damit gar nichts zu tun, sondern es ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und hatte gar keinen sonstigen Hintergedanken. Deshalb bitte ich dringend darum, an dieser Stelle Transparenz auch wirklich zu leben. Gut, wir haben ja zum einen die Möglichkeit der Live-Verfolgung, zum anderen auch die Protokolle. Das waren die Dinge, die wir in der Obleuterrunde schon besprochen haben. Jetzt hat sich aber der Kollege Hartmann auch noch mal gemeldet. Ich beantrage, den Antrag zurückzuweisen. Die Frau Vorsitzende, die Vorsitzenden haben es dargelegt. Alles ist transparent. Das, was hier in den Raum gestellt wird, unsere Arbeit sei nicht transparent, wird widerlegt dadurch, dass alles, was jetzt gerade besprochen wird, im Livestream übertragen wird. Die Protokolle, auf die wird verwiesen. Und nur weil jetzt die AfD-Fraktion das Problem hat, dass ihr Sachverständiger hingeschmissen hat und sie gar keinen hat,
und deswegen keine Stellungnahmen einbringen kann, muss jetzt nicht die gesamte Kommission diskreditiert werden in ihrer Arbeit. Und da schlage ich vor, lassen Sie uns bei dem Verfahren bleiben. Die Professoren sind gerade noch an anderer Stelle und Sachverständigen gelobt worden für ihre umfangreichen Stellungnahmen, die heute eingereicht worden ist. Wir müssen jetzt nicht aus dem Problem der AfD ein Problem der Kommission konstruieren. Ich beantrage, das einfach zurückzuweisen. Weitere Wortmeldungen? Abschließend noch mal Herr Glaser. Ja, ich wollte nur sagen, die AfD hat kein Problem und es hat auch niemand was geschmissen. Und diese ganze Polemik ist einfach, mit Verlaub, Herr Kollege, dümmlich. Aber machen Sie, was Sie wollen, machen Sie, was Sie für richtig halten. Und im Grunde kann man es ja vorher ausrechnen, was Sie da tun. Aber wie schon gesagt, demokratischer Stil ist etwas anders. Gut, dann. Das dümmlich bezieht sich auf Sie, oder? So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Wir stimmen über den Antrag ab. Ich bitte dann um das entsprechende Handzeichen. Wer für den Antrag ist, die Stellungnahmen von Abgeordneten im Internet zu veröffentlichen, den bitte ich um das Handzeichen. Die zugeschalteten Mitglieder bitte ich um das digitale Handzeichen natürlich. Dankeschön. Gegenstimmen? Vielen Dank. Enthaltungen? Dann ist der Antrag abgelehnt. Gibt es weiteren Aussprachebedarf unter Verschiedenes? Frau Kollegin, wir sind jetzt leider schon ganz auf das Ziel geraten. Es tut uns leid. Wir waren sehr schnell. Haben Sie noch einen Punkt? Gut, dann danke ich allen sehr herzlich und schließe die Sitzung, wünsche einen angenehmen Abend und alle kommen jetzt auch pünktlich zur nächsten namentlichen Abstimmung. Vielen Dank.